Wenn Deutschland bis Mitte der 90er Jahre noch Exportweltmeister war, heißt das, dieses kleine Land damals, das vor der Wende waren wir ja gerade mal 60 Millionen Einwohner, 246.000 Quadratkilometer groß. Wenn man sich die Weltkarte mal anschaut, ich habe so einen riesen Globus bei mir stehen, wenn Kinder zu Besuch kommen, dann sage ich, wo wohnst du denn eigentlich? Dann stehen sie davor, vor dem großen Globus. Und wenn sie in Deutschland finden, dann sagen sie, da wohne ich. Ich wiederhole nochmal, mit etwa 60 Millionen Einwohnern, 246.000 Quadratkilometer, war Exportweltmeister. Und das haben wir geschafft, bis Mitte der 90er Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Und warum waren wir das denn? Das waren wir deshalb, weil wir ein hervorragendes Bildungssystem hatten. Wir haben keine Rohstoffe. Wir sind nicht diejenigen wie Russland mit den größten Rohstoffvorkommen oder ein Saudi-Arabien oder selbst die USA hat Riesenmengen Rohstoffe oder andere Länder ja auch, wie wir wissen. Wir haben keine Rohstoffe, außer Braunkohle. Und Braunkohle will ja keiner mehr haben im Moment. Ne? Und außerdem war das ja auch ein Billigrohstoff, das unterste von Rohstoffen. Und wenn Sie sich heute mal vorstellen, dass wir aus diesem Land damals so eine sensationelle, oder dass wir so eine sensationelle Leistung fertig gekriegt haben, ist das darauf zurückzuführen, dass wir ein hervorragendes Bildungssystem hatten. Und das war auch der Anlass, warum gesagt, dann lass uns darüber mal diskutieren, bevor wir hier eine Nivellierung erreichen, wo die Bildung vielleicht irgendwann nicht mehr die Rolle spielt. Und deswegen ist das Thema heute so wichtig und interessant. Ich hätte erwartet, dass hier heute mindestens 30 Leute stehen und nicht 40 Plätze leer sind. Das hätte ich eigentlich erwartet bei dem Thema. Denn die einzige Ressource Deutschlands, die wir haben, ist die Bildung. Meine Damen und Herren, der eine oder andere von Ihnen wird sich vielleicht noch an die Worte erinnern, die Willy Brandt, der erste Kanzler der sozialliberalen Koalition, brauchte, als er in seiner Regierungserklärung das Thema Bildung anschnitt. Er sagte, die Schule der Nation ist die Schule. Ein schlichtes, aber richtiges Wort, das allerdings fatale Folgen gehabt hat. Denn es wurde zu einer Art, wie soll ich sagen, Ermächtigungsgesetz für den Eingriff von zwei Menschengruppen in das Erziehungsgeschäft, die dafür nur bedingt taugen. Erstens sind das, ich hoffe, Sie erschrecken nicht, die Bildungspolitiker und zweitens sind es die sogenannten Bildungsexperten. Politiker und Fachleute haben seit 40 bis 50 Jahren das deutsche Bildungssystem gründlich umgestaltet, nach ihren Maßgaben und die Folgen sind unerfreulich. Das ehemals hochbewunderte deutsche Bildungswesen, seinerzeit Vorbild für alle Welt, vor allen Dingen auch für die USA, ist inzwischen reichlich auf den Hund gekommen und während uns früher die anderen Länder uns kopierten, kopieren wir heute die anderen. Kein erfreuliches Beispiel. Grundsätzlicher Fehler war, dass die Techniker und die Politiker nur die technisch-bürokratischen Aspekte des Bildungswesens in den Blick genommen haben. Sie haben endlos über Strukturen geredet. Sie haben uns darüber belehrt, welche Schule natürlich immer nur im Singular, nie im Plural, welche Schule die beste für alle Kinder sei, als ob es die gäbe. Die Kinder sind wie alle Menschen unterschiedlich und deswegen ist ein vielfältig, horizontal und vertikal gegliedertes Schulwesen jeder Einheitsschule überlegen, jedenfalls in meinen Augen. Davon, Sie wissen es alle, haben unsere Bildungsexperten nichts wissen wollen. Sie haben uns endlos darüber belehrt, ob die kooperative, die additive oder die integrierte Gesamtschule die beste Schule für alle Kinder sei. Sie haben uns auch mit weiterem Unfug jeder Art überschüttet. Die Folgen sind fatal. Es gab Bildungs- und gibt Bildungsforscher in Hülle und Fülle, und Erziehungswissenschaftler ebenfalls in Hülle und Fülle. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass jedes neue Problem, das am Horizont auftauchte, von diesen Leuten mit einem neuen Lehrfach beantwortet worden ist. So haben wir dann Verkehrserziehung, Gesundheitserziehung, Medienerziehung und alles dies als weitere Fächer erhalten. Dabei wurde nur übersehen, dass der eigentliche Auftrag, die Erziehung nämlich, auf der Strecke geblieben ist. Deswegen war es nur konsequent, dass die PISA-Theoretiker den Begriff Bildung und Erziehung, und Bildung bedeutete nach deutscher Tradition mehr als Erziehung, dass die Erziehungstheoretiker diesen Begriff durch das Wort der Kompetenzen ersetzt haben
Kompetenzen erwirbt man durch alles. Kompetenzen beweist man dadurch, dass man auf einen vorgegebenen Reiz eine bestimmte Reaktion zeigt. Aber warum das so ist, mit welchen Zielen man durchs Leben gehen will, die Fragen also, die letztlich entscheidend dafür sind, ob die Erziehung geglückt ist und ein Bildungsziel dem jungen Menschen vor Augen steht, diese Frage wurde gar nicht mehr beantwortet. Sie kam in den Lernzielkatalogen nicht mehr vor. Um nur ein einziges Beispiel zu bringen. Sie alle wissen und lesen in den Zeitungen, dass aus den westlichen Ländern, England voran, aber Deutschland auch, sehr viele junge freiwillige Leute zum Glaubenskampf nach Syrien, Irak und ich weiß nicht wohin ziehen. Mit Recht wird diesen Leuten ein Vorwurf gemacht und sie werden, wenn sie das Land verlassen wollen oder bei ihrer Rückkunft, etwas genauer betrachtet. Aber die Frage, was sucht ihr im Glaubenskrieg für den islamischen Staat, trifft ja nur die eine Hälfte. Die andere Frage sollte an uns selbst gehen. Was haben wir eigentlich versäumt? Was haben wir falsch gemacht, dass in Deutschland, auch in Deutschland, so viele junge Leute glauben, auf diese Weise ihr oder unser Glück machen zu können? Diese Frage wird viel zu selten gestellt, aber auf diese Frage kommt es mir an. Ich denke zum Beispiel an die Lehrpläne, die in einem großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen seinerzeit ausgegeben und offenbar auch beachtet worden sind. In einem dieser Lehrpläne wird im Politologieunterricht das Thema Grundgesetz behandelt. Und zwar so: Die Schüler, 10- und 11-jährige Kinder, die Schüler sollen mit dem Inhalt des Grundgesetzes bekannt gemacht werden und anschließend frei beantworten, ob sie das Grundgesetz anerkennen oder ablehnen. Das Grundgesetz, wohlgemerkt, die Ordnung, auf die wir uns verständigt haben, die maßgeblich ist für unsere gesellschaftliche Ordnung, wird anheimgestellt, 10- bis 11-jährigen Kindern. Wenn ich mir das angucke, wundert mich die Reaktion mancher junger Männer, die zum Glaubenskrieg in den IS aufbringen, nicht mehr so sehr. Das ist unser Versäumnis gewesen und dieses Versäumnis müssen wir ändern, dadurch, dass wir den Begriff der Erziehung endlich wieder so ernst nehmen, wie er genommen werden muss. Um die Versäumnisse an einem weiteren Beispiel, mehr oder weniger zufällig gegriffen, zu illustrieren. Einer der führenden Theoretiker und Praktiker, muss man wohl sagen, des Bildungsaufbruchs, der in den 70er Jahren stattfand, rief seinen Unterricht wörtlich zum erziehungsfreien Raum aus. Die Frage der Eltern, die sich daraufhin natürlich einstellte, ja und wo lernen die Kinder das denn, was sie an der Schule lernen sollen, zum Beispiel lesen und schreiben, beantwortete besagter Lehrer wahrheitsgemäß mit der Frage, das lernen Sie zu Hause. Das ist wahrscheinlich richtig gewesen, aber was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das vor allen Dingen, wenn man das Ziel der Chancengleichheit, nämlich mehr für diejenigen zu tun, die weniger mitbringen, ernst nimmt? Das Gegenteil natürlich, denn diejenigen Kinder, die ein aufgewecktes, interessiertes Elternhaus hatten, konnten natürlich das, was sie in der Schule nicht lernten, durch Nachhilfeunterricht, kostenfreien Nachhilfeunterricht zu Hause ergänzen. Aber diejenigen, die diese Ressourcen nicht besaßen, die wurden alleingelassen. Und die Folgen dieser erziehungsfreien Räume zeigen sich zum Beispiel in PISA-Untersuchungen, die ja als eines der in meinen Augen unerfreulichsten Ergebnisse zutage gefördert haben, dass in keinem anderen Land in keinem anderen Land die soziale Herkunft so stark auf den Bildungserfolg durchschlägt wie in Deutschland. Kein Wunder, wenn man sagt, die Schule ist ein erziehungsfreier Raum. Dann werden diejenigen begünstigt, die ohnehin besser dran sind. Und diejenigen bleiben auf der Strecke, für die das Begriff Chancengleichheit, Bildung für alle ursprünglich einmal ausgerufen worden war. Was wir brauchen ist, um es mit einem Schlagwort der 80er Jahre zu sagen, was wir brauchen, ist letzten Endes ein Mut zur Erziehung. Und nicht zur theoretischen Erziehung, sondern zu dem, was in der Praxis daraus folgt. Sie erlauben mir vielleicht, dazu drei kleine Beispiele zu bringen. Eines meiner Kinder lebt in Brüssel und hat seinerseits drei Kinder, drei Enkel, also meinerseits, die dort das französisch geprägte Schulsystem durchlaufen.
Und ich will Ihnen drei Beispiele erzählen, in denen mir deutlich geworden ist, dass hier und wie hier, genauer gesagt, also in Belgien, Erziehung ernst genommen wird. Punkt 1, Erziehung zur Höflichkeit. Meiner Ansicht nach ein ganz eminent wichtiges Erziehungsziel. Ein kleines Beispiel, wir gingen, meine Frau und ich holten eine unserer Enkelinnen am Nachmittag in der Schule ab. Sie kam auf uns zu, machte dann aber deutlich, sie wollte noch irgendwelche Arbeit zu Ende machen und ging an ihren Platz zurück. Kurze Zeit kam sie später zu uns zurück und sagte, danke. Was war geschehen? Die Erzieherin hatte das bemerkt, war zu dem Kind, zu meinem Enkelkind hingegangen und hat gesagt, wenn du erwartest, dass deine Großeltern 10 oder eine Viertelminuten auf dich warten, dann musst du dich bei ihnen bedanken. Können Sie sich vorstellen, dass ein deutscher Erzieher es wagt, seinen Zöglingen Dankbarkeit abzufordern? Das wäre die eine Frage, die ich stellen muss. Das zweite Beispiel handelt das Thema Pflicht. Eine besagte Enkeltochter, wie das manchmal bei Kindern, kleinen Kindern so üblich ist, hatte mit einmal den Gedanken, es müsse ohne Mantel im Winter wohlgemerkt nach Hause gehen. Wir versuchten ihm klarzumachen, es möge doch bitteschön und so weiter und so fort. Die Erzieherin bemerkte das, kam auf uns zu und sagte nur mit ein paar Worten, il faut mettre le manteau, du musst den Mantel jetzt anziehen. Und damit war das Problem gelöst. Wieder die Frage, können Sie sich sowas in Deutschland vorstellen? Ich nicht. Der dritte Punkt, ebenfalls aus Belgien importiert, Verlässlichkeit. Die Kinder fuhren zu einem gemeinsamen Urlaub, zu einem gemeinen Wochenende an die Nordsee. Vorher wurde genau besprochen, was die Kinder mitnehmen durften und was nicht. Unter dem, was sie nicht mitnehmen durften, waren vor allen Dingen natürlich Handys. Kein Kind durfte telefonieren. Wenn es das trotzdem tat, wurde von vorne eingesagt, wird das Kind sofort auf ihre Kosten nach Hause geschickt. Alle Eltern wurden dazu angehalten, vorab eine Postkarte, eine Grußkarte an ihre Kinder mitzugeben. Die Grußkarten wurden zentral eingesammelt und an einem Abend allen Kindern gemeinsam vorgelesen. Das bedeutet angewandte Chancengleichheit. Kein Kind sollte schlechter gestellt werden als das andere, setzte aber die Kooperation, die Mitarbeit, den Gehorsam des Elternhauses voraus. Können Sie sich, nochmal gefragt, können Sie sich Ähnliches in Deutschland vorstellen? Diese drei Punkte, ich wiederhole nochmal, Höflichkeit, Pflichtbewusstsein und Verlässlichkeit sind Elemente einer gelungenen Erziehung und sie kommen im deutschen Erziehungsprogramm, Spätfolge wahrscheinlich der 68er-Bewegung, überhaupt nicht mehr vor. Sie werden geradezu diffamiert und wer sie zeigt, muss sehen, wie er damit fertig wird. Ein alter, erfahrener Schuldirektor hat mir vor einiger Zeit mal gesagt, es gibt in Deutschland eigentlich nur noch zwei Sorten Mütter. Die einen kommen zu mir und sagen, hier ist mein Kind. Es ist eine Premium-Ausgabe. Ich ergebe es Ihnen zu treuen Händen, aber wehe, Sie machen was verkehrt, dann kriegen Sie es mit mir und meinem Anwalt zu tun. Die andere Art von Müttern geht her und sagt, hier ist mein Kind, es ist der letzte Dreck, mach mit ihm, was du willst, aber für die Erziehung und für das, was dabei rauskommt, bist du verantwortlich und nicht ich. Beides ist, wie Sie zugeben werden, ein unzulässiges Extrem und um weiterzukommen, müssen wir eigentlich zu dem nur zurückkehren, was das Grundgesetz uns empfiehlt. Ich meine den Artikel 6. Da steht drin, Pflege und Erziehung der Kinder ist das Recht der Eltern und die zuvörderst, ihnen obliegende Pflicht. Das ist, ja. Dieser Satz ist gründlich vergessen worden. Der Staat versucht, sich an die Stelle des Elternhauses zu setzen. Und das kann natürlich nicht glücken. Um hier Missverständnisse zu vermeiden, ich bin ein Anhänger der Staatsschule. Gebildete, leistungsfähige und leistungswillige Zeitgenossen, Herr Brinker hat kurz darauf hingewiesen, sind ein Kapital, das wir im Interesse aller ausbilden und erhalten müssen. Sehr viel mehr hat Deutschland eben nicht zu bieten. Eben deswegen kann der Staat aber das Elternhaus nur ergänzen, nicht setzen. Deswegen nochmal meine Empfehlung, besinnen wir uns doch auf das Grundgesetz, immer noch die beste Verfassung, die Deutschland in seiner langen Geschichte gehabt hat und machen mit dem, was im Artikel 6 steht, ernst. Alles hängt davon ab, in einer gelungenen Erziehung, von der funktionierenden Zusammenarbeit und der Verlässlichkeit und dem Vertrauen zwischen Schule und Elternhaus.
Und wir müssen alles tun, um dieses Misstrauen, was dort eingerissen worden ist, endlich zu überwinden und abzudrängen. Dazu brauchen wir, ich komme zum Schluss, dazu brauchen wir keine großen Bildungsforscher und keine großen Erziehungswissenschaftler. Dazu brauchen wir vor allen Dingen Erzieher, die ihr Geschäft ernst nehmen. Wir brauchen keine neuen Mengenlehren, wir brauchen keine neuen Ganzwortmethoden, wir brauchen keine Schulangstforscher und wie die ganzen Eintagsfliegen sonst noch heißen, die uns die wissenschaftliche Pädagogik eingebrockt hat. Wir brauchen auch keine Inklusion. Inklusion wird nämlich, jedenfalls dann, wenn sie flächendeckend betrieben wird, läuft auf ein Unrecht für beide hinaus. Die besondere Förderung, auf die benachteiligte Kinder einen Anspruch haben, wird ja nicht nur den Benachteiligten vorenthalten, sondern den mehr Leistungsfähigen ja auch. Auch dazu ein Beispiel, das mir jüngst von einer erfahrenen Lehrerin berichtet wurde, Geografieunterricht. Ein einziges sehbehindertes Kind in der Klasse. Gut, wohl sollte integriert werden, hatte aber zur Folge, dass im Geografieunterricht Landkarten nicht mehr verwendet werden durften. Denn die setzten ja Sehvermögen voraus und das wäre ein Unrecht an dem einzelnen Kind gewesen. Also nur tastbare Landschaftsmodelle. Wie viel Unrecht bedeutet das nun, so meine Gegenfrage, für diejenigen, die sehr wohl sehen können und sehen müssen, wenn sie erfolgreich durchs Leben kommen? Kurz und gut, die Inklusion kann in vielen Punkten sinnvoll sein. Als flächendeckendes, absolut durchzusetzendes Programm ist sie Unfug, weil sie Unrecht nach beiden Seiten tut. Deswegen ist die AfD, was ich sehr richtig finde, gegen die flächendeckende Einführung der Inklusion. Zusammenfassend kann ich Ihnen noch mal sagen, es kommt alles auf die vertrauensvolle Kooperation zwischen Eltern und Schule an. Beide haben einen Erziehungsauftrag, beide können ihn nur gemeinsam erfolgreich erfüllen. Beide müssen dazu instand gesetzt werden. Schließen möchte ich mit einem Zitat des sogenannten Kindervaters Friedrich Fröbel, Erfinder des Kindergartens. Und in dieser Bezeichnung werden die Vorschuleinrichtungen, wie sie heute heißen, ja auch in anderen Ländern bis heute bezeichnet. Kindergarten ist eine deutsche Erfindung. Kindergarten ist eine Erfindung von Friedrich Fröbel. Und Friedrich Fröbel hat einmal gesagt, Erziehung ist Beispiel und Liebe und hinzugefügt sonst nichts. Ich glaube, er hat vollkommen recht. Vielen Dank. Wo sehen Sie denn den dringendsten Änderungsbedarf im Bildungssystem aktuell? Das Wichtigste, denke ich, dass aus dieser Sicht, und wir arbeiten ja auch im internationalen Vergleich, also wir vergleichen Berufsbildungssysteme, weil wir auch gefragt werden, ihr macht das in Deutschland so toll, also Herr Adam hat ja einige Stichworte dazu schon geliefert, ihr macht das in Deutschland so schön, so ein System hätten wir auch gern. Und deshalb untersuchen wir dann, ob das überhaupt übertragbar ist. Dazu könnte ich einiges sagen, nur sind wir ja heute eher hier zusammengekommen, um über die Risiken einer falschen Bildungspolitik, speziell jetzt bei mir, einer falschen Berufsbildungspolitik zu sprechen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn auch aus einer ganz anderen Begründungsrichtung, als Herr Adam es getan hat, es kommt im Wesentlichen darauf an, dass diese Systeme, die Berufsbildungssysteme, weiter entschult werden und im Wesentlichen durch die Beteiligung derer, die wirklich das können, worauf die Vermittlung dieser Systeme bei der jungen Generation zielen, auch vermitteln können. Man darf den nicht aus diesem System rausdrängen, wie das im Moment geschieht. Einerseits durch Akademisierung, andererseits durch die Verschulung der Berufsausbildung und die Tendenzen, junge Leute immer länger in Institutionen zu belassen, in denen sie nicht lernen, was andere wirklich können. Das heißt, auch einmal haben lernen müssen, aber unter ganz anderen institutionellen und systemischen Voraussetzungen. Wir merken gar nicht, wie viel sich da schon verändert hat. Aber wie gesagt, das wäre jetzt bis dahin erstmal die Antwort auf meine Frage. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass wir hinnehmen, dass wir es zu schätzen lernen, dass wir so ein fein ausdifferenziertes Bildungssystem haben. Menschen sind ungleich und Bildungsgerechtigkeit kann man nur so verstehen, dass jeder Mensch
das kriegt, was er braucht, um sich möglichst zu entfalten, um möglichst sein Potenzial umzusetzen. Und das kann nicht für alle das Gleiche sein. Wir haben so ein reiches Bildungssystem, das soll man erhalten, das soll man an den Stellen, wo es vernachlässigt wird, und das ist alles, was nicht mit Gymnasium und Hochschule zu tun hat, da muss das ausgebaut, erhalten und wieder wertgeschätzt werden und wieder in eine Balance zurückkommen. Das ist, denke ich, das, woran unser Bildungssystem im Moment vor allem krankt. Die wichtigste Änderung ist in meinen Augen die, auf weitere Änderungen zunächst mal zu verzichten. Dieser ewige Novitätenrausch, der von Bildungspolitikern und Bildungsforschern ständig angetrieben wird und uns alle paar Wochen ein neues Grundsatzprogramm beschert, macht die Schule kaputt. Die Schule kann ihren Auftrag nur dann erfüllen, wenn sie Zeit hat. Sie wirkt auf lange Distanzen. Und wenn man ihr alle Wochen etwas Neues zumutet, macht man die Schule kaputt. Deswegen meine Empfehlung, vor allen Dingen an die Bildungspolitiker, von denen allerdings, soweit ich sehe, kein einziger hier ist, lieber der zweitbesten Schule die Chance geben, ihr Werk auf Dauer zu erfüllen und zu zeigen, was sie kann, als auf der Suche nach der allerbesten Schule alle paar Wochen etwas Neues zu produzieren. Dann geht Erziehung notwendigerweise daneben. Ich möchte vorwegschicken, es läuft vieles nach wie vor auch sehr gut in unseren Schulen. Es läuft aber nicht aufgrund der vielen Reformen, die wir gerade in Berlin auch hatten. Es waren allein in den letzten 10 Jahren gefühlte 20 Reformen. Nicht aufgrund dieser Reformen läuft es gut, sondern trotz der Reformen. Die Lehrer oder wir Lehrer, darf ich in dem Fall sagen, schaffen es häufig, diese am grünen Tisch ersonnenen Reformen, ich will nicht sagen auszusitzen, aber so in der Praxis abzumildern, dass sie nicht allzu großen Schaden anrichten. Ja, so könnte man vielleicht auch sagen. Allerdings geht das bei bestimmten Reformen nicht mehr. Also wenn es sich um Strukturreformen handelt oder wenn eingegriffen wird in die Curricula dahingehend, dass zum Beispiel ganze Fächer zur Disposition gestellt werden. In Berlin erleben wir gerade die Diskussion, dass das Fach Geschichte zumindest in einigen Klassenstufen abgeschafft werden soll und damit natürlich in diesen Klassen auch es gar keinen Fachlehrer mehr für Geschichte geben muss, denn er unterrichtet ja gar nicht mehr Geschichte, sondern nur noch ein Kumulationsfach, in dem Gesellschaftswissenschaften, also ganz, ganz viele Dinge reingepackt werden. Da könnte Erdkunde mit rein, da könnte Politik mit rein, da könnte Sozialkunde mit rein. Also wir haben dann so eine Art Einheitslehrer, der vielleicht irgendwas studiert hat, aber alles so ein bisschen unterrichtet. Das geht vielleicht eine Weile ganz gut, aber nach einiger Zeit wird man feststellen, dass doch Mängel sich bemerkbar machen. Und das haben wir insbesondere in der Berliner Grundschule jetzt schon festgestellt, dass dort, Sie wissen, in Berlin geht die Grundschule bis zur 6. Klasse einschließlich und häufig wird der Fachunterricht gar nicht von Fachlehrern erteilt. Und darunter leidet natürlich massiv die Qualität der Berliner Grundschule, die im Vergleich zum Beispiel mit dem Leistungsstand von Grundschülern in Baden-Württemberg 1 bis 2 Jahre hinterher hinkt, also allein der Leistungsstand. Und da kann man natürlich dann vor Ort auch nicht mehr viel machen. Diese Frage mit dem Geschichtsunterricht, der dann in ein Multifach aufgehen soll, ist für mich völlig unverständlich. Was gibt es denn für Begründungen vom Senat her, dieses doch so immens wichtige Fach de facto abzuschaffen? Ja, man müsste vielleicht doppelt jetzt antworten, ob die Gründe, die genannt werden, die tatsächlichen sind. Das wäre dann nochmal die zweite Frage. Es hat alles zu tun, auch letztlich mit dem Wunsch, bestimmte Themen in der Schule zu verankern, in sogenannten Längsschnitten, die bisher nach Meinung der Bildungspolitiker offensichtlich nicht genügend verankert sind. Ein Längsschnitt wird dann sozusagen quer durch die Epochen zu einem bestimmten Thema gemacht. Also nehmen wir mal das Thema Flüchtlinge, dann beginnt der Lehrer mit der schlimme Situation am Oranienplatz und thematisiert dann die Situation der Flüchtlinge über die Hugenotten bis hin, ich weiß nicht, wann auch immer. Genau, bis hin zu Moses. Und der chronologische Unterricht wird da vernachlässigt, zumindest in einigen Klassenstufen. Und die Begründung ist, ja, das würde man ja eh nicht schaffen, das sei ja sowieso viel zu viel. Die Schüler vergessen das später ohnehin. Und dann kommt der von Herrn Adam schon zitierte, sehr wichtige Kompetenzbegriff ins Spiel, auf den wir vielleicht später nochmal eingehen. Nach dieser Vorstellung der Kompetenzanhänger ist es ja so, dass das Wissen eigentlich keine Rolle spielt. Ja, also wer ein Anhänger des Kompetenzbegriffs ist, geht davon aus, dass man das Wissen sich sowieso irgendwo
besorgen kann und an welchem Gegenstand man die Kompetenz zum Beispiel des Nachschlagens oder des Analysierens erwirbt, ist im Grunde völlig gleich. Das kann eine Urkunde sein aus dem Mittelalter, es kann aber auch die Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine sein, an der ich meine Lesekompetenz dann schule. Damit liefern wir Schüler und Lehrer gleichermaßen einer Ideologie aus, die fern ist von allem, was man bisher von Bildung verstand, nämlich auch ein Reifen der Kinder und auch ein Freiwerden und ein souveränes Beherrschen des Stoffes. Das kann dann nicht mehr erreicht werden. Indem man das Leistungsniveau künstlich absenkt. Ich bin der Meinung, die Berliner Schüler sind eigentlich genauso leistungsfähig wie die Schüler in Baden-Württemberg oder in Bayern. Komischerweise traut man ihnen das irgendwie nicht zu. Beispielsweise auch in Salem, wo ich 3 Jahre als Lehrer und Mentor tätig war, hat man eine ganz andere Grundeinstellung gegenüber den Schülern gehabt, die im Grunde auch letztlich auch Migranten waren. Also es gibt kaum eine Schule, die eine so heterogene Schülerschaft hat wie Salem. Sie kommen aus allen Herren Ländern. Aber man sagt, ihr könnt das schaffen. Es steckt mehr in euch, ist der Leitspruch in Salem. Und mit dieser Herangehensweise lässt man es den Schülern von vornherein gar nicht durchgehen, dass sie eine bestimmte Leistung nicht bringen. Ja, also ich kann ja, um ein Ergebnis zu erzielen, ich habe das hier exemplarisch mal mitgebracht, wir haben gerade den mittleren Schulabschluss gehabt in Berlin. Diesen mittleren Schulabschluss bestehen in Berlin praktisch alle Schüler. In Bezug auf die erweiterte Berufsbildungsreife schließen die meisten Schüler sogar mit 1 ab, also ist überhaupt kein Problem. Die Lesekompetenz wird darin abgefragt, indem die Schüler einfach einen Text lesen. Über Ernst Shackleton war das hier der Fall und dann wird eben gefragt, dann steht eben den Text selbst. Ernst Shackleton ist in Irland geboren und dann kommt die Frage dazu, aus welchem Land kommt Ernst Shackleton? Und dann schreiben sie hin, Irland. So, das ist dann die Lesekompetenz. Und ich meine, damit tun wir unseren Schülern keinen Gefallen. Ich bin richtiggehend beleidigt, dass man solche Konzepte uns Gymnasiallehrern in die Hand drückt. Meine Schüler könnten viel mehr leisten und sie können es aber hier in der Berliner Schule nur zum Teil zeigen. Wäre es vielleicht, Herr Adam, eine Forderung der Alternative für Deutschland, auch bundesweit ein einheitliches Schulsystem zu fordern? Oder wäre Bildungswettbewerb am Ende vielleicht doch erfolgreicher, wenn sich die Schwächeren an den Stärkeren ein Beispiel nehmen würden? Wettbewerb, insbesondere der föderalistische Wettbewerb, ist meiner Ansicht nach der Einheitstheorie überlegen, auch und gerade im Bildungssektor. Denken Sie mal über die ersten Mal, wo das einheitliche Bundesbildungsministerium in der erwähnten Phase der sozialliberalen ersten Bundesregierung gefordert. Was wäre denn passiert, wenn damals das einheitliche Bildungssystem, Schulsystem in ganz Deutschland eingeführt worden wäre? Dann wären heute auch die Bayern auf Bremer Niveau. Wollen wir das? Kurz und gut, der Wettbewerb hat gewisse Vorteile. Allerdings, wie immer, der Wettbewerb braucht einen Rahmen, um zu funktionieren. Diesen Rahmen, leistungsorientierten Rahmen, sollte in der Tat der Bund setzen dürfen. Der KMK traue ich auf diesem Gebiet herzlich wenig zu. Insofern bin ich eine Stärkung, aber nur in den Zielen. Die Methoden, die Wege sollen die Länder selbst definieren. Und wer das besser macht oder besser als der andere, der soll den Preis kriegen. Reden wir über die Schulform, Herr Bremer. Das ist ja ein großes Tohuwabohu und weil mein kleiner Sohn noch nicht so weit ist, habe ich mich damit auch noch gar nicht so sehr befasst. Also das ist ja, ich habe mir das im Vorfeld mal so ein bisschen angeschaut. Götz Frömming ist sicherlich Experte auf dem Gebiet, was es für unterschiedliche Schulen gibt, aber für mich sind das noch weitestgehend böhmische Dörfer. Wie schätzen Sie das ein? Sind diese Reformen, die in vielen Ländern durchgeführt sind, also auch Haupt- und Realschule zusammenzulegen und so weiter, ist das der richtige Weg oder würden Sie eher für ein dreigliedriges Schulsystem, so wie wir es eigentlich von früher kennen, eher befürworten? Naja, sagen wir mal so, im Prinzip haben wir das ja noch. Ich kann dazu sozusagen aus der Sicht der Berufsbildung gleich was sagen. Nur es wird nicht inhaltlich erfüllt. Das heißt, es gibt Bundesländer, die schämen sich, ihre vertragsrechtliche Bindung an die Institution der Hauptschule. Dann haben wir noch die Realschule, wir haben die gymnasiale Unter- und Mittelstufe und dann haben wir die Gesamtschule.
Also es gibt in der Fortschreibung des Düsseldorfer Abkommens von 1956 in Deutschland 4 Schultypen der Sekundarstufe 1. Wir haben aber 27 verschiedene Bezeichnungen in den einzelnen Bundesländern. Also 27 Bezeichnungen für ein und dasselbe. In den Bundesländern selber ist die Praxis jeweils eine andere. Also die Hauptschule in Bayern ist wesentlich leistungsfähiger als eine durchschnittliche Realschule in Hamburg. Das wiederum sind aber Dinge, die würde ich jetzt nicht aus der Sicht der Sekundarstufe 1 und dem, was Herr Frömming angesprochen hat, näher begründen, sondern aus Sicht der Berufsbildung, was das eigentlich bedeutet, wenn Sie für einen dualen Beruf, es gibt, sagen wir mal, den Mikrotechnologen, das ist 3 Jahre, die bauen die Prozessoren, die es auf dem Weltmarkt gar nicht gibt, damit die Leute, wenn sie Spionage treiben, nicht gleich am Prozessortyp erkennen, welche Leistungsfähigkeit die Waffe, die dahinter steht, irgendwann haben wird. Die bilden die aus in Bayern, in Ulm. Die haben den Mikrotechnologen, da stellen die in Bayern Hauptschüler ein. Die absolvieren die Ausbildung, gehen eventuell an die Oberschule, die berufliche Oberschule, die BOP, machen dann ein Ingenieurstudium und steigen dann wieder in das Unternehmen ein. Da ist also die Hauptschule, so wie sie funktioniert, kein Hindernis einer beruflichen Karriere. Das wird sie erst, wenn man guckt, wie das Zeugnis ist, das die nach 4 Jahren erreichen. Also aus Sicht der Berufsbildung müssen wir, um diese Systemfaktoren realistisch einzuschätzen, uns die Karrieren ansehen. Und die, muss ich sagen, da gebe ich Herrn Adam völlig recht und insofern würde ich qualitativ auch nicht zu einer anderen Einschätzung kommen, die hängen wirklich davon ab, wie weit die einzelnen Schulformen sich den Fähigkeiten und den Voraussetzungen dieser Schüler, die sie nun mal in den ländlichen Regionen, in den städtischen, mit oder ohne Migrationshintergrund haben, zunächst öffnen. Was sie dann aber daraus machen, das kann man auch in Bayern nicht mehr so handhaben wie vor 40 Jahren, weil die Aufstiegsaspiration, also gerade dann, wenn Sie in der Hauptschule entsprechende Begabung herauskitzeln und fördern, der Wille der Jugendlichen, einen ordentlichen Beruf und einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen, ist wesentlich stärker als die, sagen wir mal, über das Schulsystem-Design definierten Grenzen zwischen den einzelnen Bildungskarrieren. Und umgekehrt heißt es für uns, zum Beispiel in Bremen, dass es eben auch, dass die Unternehmen nur noch sozusagen Bachelor-reife Studenten nehmen. Wenn ich nur eine Zahl nennen darf, die hat also auch die direkt davon Betroffenen wirklich sehr beeindruckt und erschüttert. In Hamburg werden in Fluggeräte-Elektroniker ausgebildet. Jedes Jahr 52. Wir waren mit Koreanern in einer dieser Klassen, da waren dann 51 anwesend im ersten Lehrjahr. Und davon kam ein einziger aus Hamburg. Die anderen kamen aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schleswig-Holstein, also die sozusagen das gesamte ländliche Umfeld. Es waren auch Hauptschüler und Realschüler, aber keine Abiturienten. Der einzige Hamburger, der da drin saß, hatte Abitur. Also das soll darauf hinweisen, dass die, sagen wir mal, der Bedarf an Qualifikationen, die ja nun irgendwie in der Bevölkerung angelegt sind und durch Schulsystem entwickelt werden sollen, dass der eigentlich die determinierende Größe ist. Wenn die Unternehmen diese Leute brauchen, dann kriegen die auch. Unabhängig vom Bildungssystem. Die ziehen die durch. Und wenn die Hamburger dann eben nicht die Abiturienten nehmen, dann liegt das daran, dass die Abiturienten nicht sich auf diese Ausbildungsplätze bewerben. Dann nimmt man aber diejenigen, unabhängig davon, ob sie in Bayern Hauptschulabschluss haben, in Nordrhein-Westfalen Realschulabschluss oder in Hamburg eine gymnasiale also die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe nach Klasse 10. Sie nehmen immer genau die Qualifikationen, die sie in der beruflichen Ausbildung brauchen, um am Ende berufsfähige Facharbeiter herstellen zu können. Also es ist unsere Perspektive ist immer von den Qualifikationsanforderungen, die nicht im System selber gesetzt werden, sondern die nachher auf dem Arbeitsmarkt stehen. Und da können die Betriebe darauf zugreifen und das tun sie in gnadenloser Ignorierung der schulstrukturellen Determinanten nach der ein oder anderen und sonstigen Reform. 27 Bezeichnungen für 4 verschiedene Modelle. Damit kann kein Ausbildungsleiter eines namhaften deutschen Unternehmens etwas anfangen. Der geht auf anderen Wegen auf seine Leute zu und guckt sich dann natürlich an, woher die eigentlich stammen. Das wäre sozusagen das Ergebnis unserer eher empirischen Sichtweise auf diese Frage. Herr Adam möchte noch ergänzen. Ich neige dazu,
zum Glauben, dass die Systemfrage überschätzt wird. Ich glaube, es kommt gar nicht darauf an, ob wir ein zwei-, drei- oder viergliedriges Schulsystem haben. Die Sachsen machen, soweit mir bekannt, mit der Zweigliedrigkeit relativ gute Erfahrungen. Wichtig ist vor allen Dingen, und darauf kommt es mir an, dass das Schulsystem, das staatliche Schulsystem, durch ein reich gegliedertes Angebot von weiterführenden Schulen in privater Trägerschaft erweitert wird. Und hier lege ich persönlich den Schulen in kirchlicher Trägerschaft ein besonderes Gewicht aus einem ganz einfachen Grunde zu. Diese Schulen, übrigens auch die Schulen der Anthroposophen, sagen den Eltern, wie das Kind aussehen soll, wenn es am Ende den Bildungsgang mehr oder weniger erfolgreich durchlaufen hat. Das tun die meisten Staatenschulen nicht. Die fördern, entschuldigen Sie, der Witz ist etwas abgegriffen, die fördern das sogenannte integrierte Gesamtkind. Aber das gibt es eben nicht. Die Eltern wollen wissen, sie haben ein Recht darauf zu wissen, wem sie ihr Kind anvertrauen und wie das Kind am Ende der Laufbahn aussehen soll. Salem sagt so etwas. Salem hat die berühmten Regeln, über die Herr Fromming sicherlich noch etwas sagen kann. Meine Kinder sind evangelischen Glaubens, aber ich habe sie ganz bewusst auf ein katholisches Gymnasium geschickt, weil dieses Gymnasium mir von Anfang an gesagt hat, welche Texte, welche Bildungsinhalte entscheidend sind und wie das Kind, ich wiederhole mich, aussehen soll, wenn es am Ende mit Gottes Hilfe das Abitur bestanden hat. Das tun die meisten Staatenschulen nicht und darin liegt meiner Ansicht nach das größte Dilemma, das größte Versagen der sogenannten Staatsschule. Herr Eck, Sie sind dran. Wie wird darüber im Landesfachausschuss diskutiert? Gibt es da schon feste Positionen? Also wir im Landesfachausschuss haben das Ganze auch und da kann ich anschließen bei Herrn Adam. Wir definieren das eher vom Ergebnis. Was wollen wir eigentlich mit der ganzen Bildungspolitik? Warum machen wir das, was wir machen? Zum Beispiel bei so einem Thema wie Inklusion, da merkt man es ganz besonders. Ich bin neulich mal interviewt worden von Schülern, die also bei allen Parteien mal rundgegangen sind und gefragt haben, ja, wie haltet ihr es mit der Inklusion? Und dann habe ich halt gesagt, naja, Inklusion ist kein Selbstzweck, Inklusion ist ein Mittel zum Zweck. Manchmal kann es nützen, in vielen Fällen kann es eher schaden. Also wenn Sie zum Beispiel Kinder mit sogenannten, wie heißt das, emotional-sozialen Förderungsbedarf haben, das sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, die können Sie nicht einfach in so eine Regelklasse stecken. Zwei von denen machen Ihnen den Unterricht aber sowas von kaputt. Passiert aber im Moment, dass die einfach in normale Regelschulen gesteckt werden. Und hinterher haben die Schüler dann zu mir gesagt, das fanden sie jetzt aber interessant. Also ich sei der Einzige gewesen, der beim Thema Inklusion nicht sofort in Hab-Acht-Stellung verfallen sei, so ungefähr. Inklusion ist heilig und ist nicht hinterfragbar. Also das, ja, aber das ist jetzt der Stand der Dinge. Das heißt, wir als AfD haben die Chance und auch die Pflicht, genau an dem Punkt anzusetzen. Wir sind undogmatisch. Wir stellen uns eben ja die Frage, was wollen wir eigentlich? Was soll mit unseren Kindern passieren? Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und was wir jetzt konkret machen, ist, wir arbeiten auch Programme aus. Also wir nennen so 10-Punkte-Programme, die man auch im Wahlkampf einsetzen kann. Also wir haben jetzt schon eins fertig gemacht für die Schulpolitik. Das passt auf eine DIN A4-Seite. Dann haben wir zu jedem Punkt noch Erläuterungen dazu. Dann sind es 3 DIN A4-Seiten. Das heißt, das kann man Leuten in die Hand drücken. Das kann man auf eine Internetseite stellen. Und ich kann Ihnen das hier mal vorstellen. Also wir haben hier 10-Punkte-Plan für die Schule. Der erste Punkt heißt gute Schulen mit 3 Unterpunkten. Das heißt, wir brauchen ein ausdifferenziertes Schulsystem, in dem jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten gefördert wird. Wir brauchen einen inhaltlichen und auch einen finanziellen Fokus auf praktisch Begabte. Also die brauchen kein Gymnasium für geistig Arme, die brauchen eine Schule, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir brauchen dezentrale, überschaubare Schulen, keine solchen riesigen Lernfabriken. Der zweite Unterpunkt ist guter Unterricht. Wir brauchen also Lehrpläne, die Wissen und Kompetenzen verbinden. Diese Atomisierung des Wissens in sogenannte Kompetenzen, Herr Frömming, Herr Adam haben es schon angesprochen, das lässt die Kinder unmündig werden. Wie sollen Kinder noch in der Lage sein, irgendwelchen geistigen Rattenfängern zu widerstehen, wenn sie von Geschichte keine Ahnung mehr haben? Die glauben ja alles. Ein eher praktischer Punkt,
vernünftige Lernumgebungen. Also wie sollen Kinder lernen, wenn die Schulumgebung deprimierend ist? Also ich gehöre zu dem sogenannten Babyberg, da können Sie ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Ich habe zum Teil dann in deprimierenden Containern, also wo wirklich dann also mit im Latrinengestank lernen müssen, das war keine besonders förderliche Lernumgebung. Und wenn jetzt in Zehlendorf also dann da die Gymnasien gesperrt werden müssen und in Reinickendorf da der Putz von der Decke fällt und man froh sein muss, dass niemand zu Schaden kommt, geht gar nicht. Hervorragende Lehrer sind der nächste Punkt. Lehrer müssen gut ausgebildet werden und sie müssen im Zweifelsfall auch Rückendeckung kriegen, wenn es Konflikte gibt mit den Lehrern, mit den Eltern. Das kriegen sie normalerweise nicht. Wir brauchen aussagekräftige, differenzierende Leistungsnachweise. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, was die in Berlin da angedacht haben. Es gibt nicht mehr Noten. Es gibt so verschiedene Kompetenzstufen und in Abhängigkeit von der Kompetenzstufe werden Noten verteilt. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dann kann man mit der gleichen Leistung gewissermaßen, ja, was weiß ich, eine 2 kriegen oder eine 5, je nachdem, in welchem Niveau man ist. Also völlig absurd. Und dann kommen die Kinder ja in die freie Wildbahn sozusagen und dann ist Schluss mit Kuscheln und dann setzt plötzlich die harte Wirklichkeit ein und keiner hat sie darauf vorbereitet. Und dann fühlen sich die Kinder zu Recht betrogen. Der letzte Punkt, gute Schulverwaltung, Professionalisierung der Schulverwaltung. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Unfug da getrieben wird. Die armen Schulen, die müssen also wirklich für jeden Beamer oder so zum Bezirksamt rennen, da 3 Angebote einreichen und wenn sie Glück haben, wird irgendwann mal entschieden. Im gesicherten rechtlichen Rahmen ist es schon angeklungen, Lehrer dürfen nicht mit Reformen überzogen werden, alle Nase lang. Lass die einfach mal in Ruhe, verflixt nochmal. Die wollen einfach ihre Arbeit machen und nicht dauernd irgendwie um welche Reformen drumherum lavieren. Dann Freiräume für Schulen, das ist natürlich die Königsdisziplin, da würden wir gerne hin. Subsidiaritätsprinzip in der Bildungspolitik. Lehrer sollten ja ein freies Budget haben, über das sie selber verfügen und das ist das Beste, was wir gerne hätten, dass sie auch ihr Personal selber aussuchen können. Es gibt, da gibt es so schwarze Peter, die werden so von einer Schule weitergereicht zur nächsten. Keiner will sie haben, aber man kann sie irgendwie nicht entlassen. Das ist doch kein Zustand. Ich meine, ja, Wanderpokale. Ich meine, es geht um unsere Kinder, meine Damen und Herren. Und da kann es einfach nicht sein, dass irgendwelche Leute, die dafür nicht geeignet sind, auf die losgelassen werden. Ja, ja, das mit der Verbeamtung, das ist vielleicht ein etwas differenzierteres Problem, denn wir stehen hier in Berlin in einem ganz merkwürdigen Wettbewerb mit Brandenburg. Brandenburg verbeamtet seine Lehrer noch und das führt dann zu relativ aggressiven Abwerbeaktionen oder die Leute, die gehen dann für ein paar Jahre nach Brandenburg, kommen dann wieder zurück und verdienen dann irgendwie 500 Euro im Monat mehr als die Kollegen, die die gleiche Arbeit machen. Das schafft auch sowas von Unfrieden. Insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie eine Lösung haben für dieses Verbeamtungsproblem, dann freue ich mich, Sie zu hören. Also an dem Punkt sind wir auch im Fachausschuss einigermaßen ratlos, wie wir damit optimal umgeht. Also da bin ich sehr gespannt, wenn da jemand Lösungen hat. Das war jetzt so ein 10-Punkte-Programm für die Schule. Wir arbeiten gerade das Gleiche für Vorschule und Kita, wobei wir da in Abstimmung dann auch mit dem Familienausschuss natürlich stehen. Da überschneidet sich das so ein bisschen. Dann werden wir eins erarbeiten für die Hochschulen. Ja, das ist also so jetzt auch im Hinblick auf die Berliner Situation, im Hinblick darauf, dass wir 2016 ja auch Wahlen haben und die Leute dann auch wissen wollen, für was steht ihr eigentlich. Das ist so die konkrete Zielsetzung jetzt im Moment hier in Berlin. Und es wird sicherlich eines der wichtigsten Themen sein im Wahlkampf im kommenden Jahr, vermute ich jetzt mal. Ich denke, wir können langsam auch mal zur Berufsbildung überleiten. Da habe ich aber noch einen Punkt, der da auch mit reinspielt, aber noch zu den Schulen gehört. Eine inhaltliche Frage. Meine persönliche Erfahrung zur Wende ist, ich bin ja ein Kind der DDR noch gewesen, als wir zusammenkamen, 91 an der Universität, haben wir Ostler festgestellt, dass wir die bessere naturwissenschaftliche Ausbildung hatten. Und das Gefühl habe ich immer noch, dass da heute nicht genügend Wert drauf gelegt wird. Meines Erachtens müsste zu den sowieso Kernfächern Deutsch und Mathematik eben auch die Fähigkeit in naturwissenschaftlichen Dingen, Biologie, Physik, Chemie,
deutlich ausgebaut werden. Ich weiß nicht, Götz, wie es da an der Schule bei euch aussieht. Ja, es, auch in diesem Bereich gibt es inzwischen, ich nannte vorhin schon das Fach GEWI, das steht für Gesellschaftswissenschaften, wo man eben diese Fächer hineinpackt. Es gibt auch das Fach NAVI. Ja, das heißt, ich habe einen Biologielehrer, der dann eben auch noch diese anderen Fächer wie Chemie und so weiter mit unterrichtet. Und das ist natürlich auch kein Plus an Qualität des Unterrichts. Also ich wäre da strikt auch für eine Beibehaltung des Fächerkanons. Man kann das vielleicht in der Grundschule machen, dass bis zur Klasse 4 ein Lehrer noch mehrere Fächer unterrichtet, aber spätestens dann auf der Oberschule im Gymnasium verdienen unsere Schüler Experten, die ihren Stoff auch beherrschen und nicht ihm selbst ausgeliefert sind. Also mir stehen immer die Haare zu Berge, wenn viele so meinen, naja, wieso müssen denn die Lehrer alle so lang studieren? Das reicht doch, wenn die so ein bisschen Pädagogik machen und dann gibt man denen irgendwelche Lehrpläne, am besten auch online in die Hand, da können sie dann immer anklicken, mit welchen Inhalten sie die nächste Stunde bestreiten. Meine Damen und Herren, ich finde, das kann es nicht sein. Ja, damit liefern wir Schüler und Lehrer gleichermaßen einer Ideologie aus, die fern ist von allem, was man bisher von Bildung verstand, nämlich auch ein Reifen der Kinder und auch ein Freiwerden und ein souveränes Beherrschen des Stoffes. Das kann dann nicht mehr erreicht werden. Da könnte man vielleicht ergänzen, dass so die langfristige Planung des Lehrerbedarfs in Berlin auch, also gelinde gesagt, ein Witz ist. Diejenigen, die Betriebswirtschaft kennen, die kennen den Schweinezyklus gewissermaßen, also den haben die hier perfektioniert. Man stellt so lange keine Lehrer mehr ein, bis es keiner studieren will und dann hat man auf einmal einen riesen Mangel an Lehrern. Und in meinem eigenen Fach habe ich es also schon erlebt, dass Leute mit Pauken und Trompeten in der Prüfung durchgefallen sind, also zum Englischlehrer, und ich ihnen gesagt habe, also wissen Sie, so wie Sie Englisch reden, kann man Sie vor keine Klasse stellen. Ich meine, Sie brauchen da bloß jemanden haben, der ein Jahr im Ausland war und der blamiert sie bis auf die Knochen. Und dann kommen die mir so und sagen, ha, ich unterrichte ja schon seit einem Jahr und ich habe das mal nachgeprüft, das hat tatsächlich gestimmt. Also es werden Leute, die bei uns mit einer glatten 5 rausgehen, eingestellt als Hilfslehrer, weil einfach im Moment der Bedarf so groß ist. Und also, ich meine, das ist einfach ein Witz. Und da hat diese Senatsverwaltung, diese ganze Schulbürokratie einfach total versagt. Und es ist kein Wunder, aus schlecht ausgebildeten Schülern werden auch keine guten Lehrer. Das heißt, wir haben hier einen Teufelskreis und die Spirale geht abwärts. Jetzt ist Herr Bremer dran. Ja, endlich. Ihre große Stunde kommt, Thema Berufsbildung. Ja, wir haben einiges angesprochen eben. Sind das die Ursachen für die Misere bei den Betrieben, die keine ausbildungsfähige junge Leute finden oder zu wenige? Also ich weiß, mein Vater hat auch öfter sein Leid geklagt. Er war Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer und hat dort eben mit den verschiedenen Betrieben gesprochen und die haben alle öfter mal mit Unverständnis auf die Schulen geschimpft und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass hier so schlechte Schulabgänger sich bei uns vorstellen. Ja, es ist in der Berufsbildung ein sehr differenziertes Bild, damit will ich Sie nicht langweilen. Es ist eines der größten Exporthindernisse, wenn man das System einfach mal übertragen wollte, müsste man ja überall ein Bundesinstitut für Berufsbildung und 350 Berufsordnungen einführen. Das will ja keiner. Aber es ist trotzdem, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, weil die Antwort auf Ihre Frage lässt sich pauschal für die beispielsweise duale Organisation der Berufsausbildung gar nicht geben, weil es nach Sektoren und natürlich auch nach dem Anspruchsniveau der einzelnen Berufe sehr weit auseinander geht. Es gibt durchaus Berufe, die sind, und das ist eine der Stärken des hiesigen Systems, das können Leute erlernen auf einem relativ schmalen, sagen wir mal, Abstraktionsniveau, sind aber reproduktionsfähig, das heißt, die verdienen ordentliches Geld. Die werden ökonomisch selbstständig, die können Familien gründen, die können Häuser bauen. Das ist dann meinetwegen der Konstruktionsmechaniker. Die haben, wenn man es bis zum 30. Lebensjahr durchrechnet, haben die ein höheres Durchschnittseinkommen als beispielsweise ein Abiturient, der einen Bachelor macht und sich dann quasi als Unqualifizierter, als solcher gilt er ja, um Praktikantenstellen und so weiter in irgendeine betriebliche Karriere einmogeln will, wo aber schon 10 andere sozusagen den gleichen Plan verfolgen. Wenn sie im dualen System einen Ausbildungsplatz bekommen, und das ist das Geheimnis seiner Wirksamkeit, ist, dass dahinter in der Regel auch ein Arbeitsplatz steht.
Das heißt, wenn Sie da jetzt, wie man so schön sagt, nicht die silbernen Löffel klauen und die Prüfung bestehen, die können Sie auch noch wiederholen, dann werden Sie beschäftigt. Und die Ausbildung garantiert die Beschäftigungsfähigkeit und wenn es im Betrieb ist. Das ist fast unabhängig vom Schulsystem. Sie müssen nur reinkommen und diese Hürde, da würde ich dann vielleicht nochmal drüber sprechen, wie auch immer. Wir haben Abbrecherquoten von bis zu 30%. Also die kritische Phase der Berufsausbildung, um das mal ganz deutlich zu sagen, ist der Einstieg, und zwar der Übergang vom Milieu des allgemeinbildenden Lernens in das berufliche. Wer das schafft, hat einschließlich der Wiederholer am Ende der Ausbildung eine bis zu 96%ige Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Facharbeiterbrief oder Gesellenbrief bekommt. Solche Erfolgsdaten, rein statistisch, finden Sie in keinem anderen Systemteil. Und die Hochschulen, ich meine, das werden Sie noch was zu den Abbrecherquoten sagen, ich kenne das selber. Und jetzt muss man wirklich fragen, woran liegt das? Und da möchte ich mich jetzt mal auch für ein bisschen für mein Referat stark machen, ohne zu lang zu werden. Das liegt einfach daran, dass diese jungen Menschen, die es schaffen, und wenn sie scheitern, also es nicht schaffen, dann liegt es auch an diesem Faktor. Und dieser Faktor ist dann aber trotzdem nicht widerlegt, sondern er ist in seiner Selektivität noch bestätigt. Wenn die Leute in die Berufsbildung kommen und dann mit Leuten zusammenkommen, die dort können, was sie lernen müssen, dann sind sie aus Anforderungen ausgesetzt, die gleichzeitig erfüllt werden können von Leuten, die es selber gelernt haben. Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie im Facharbeitermilieu sich qualifizieren, haben Sie mit Leuten zu tun, die vielleicht 20 Jahre vorher in der gleichen Situation waren. Das ist ein Riesenvorteil in der beruflichen Bildung, wenn Sie die Leute, die können, was andere lernen sollen, mit der Aufgabe beschäftigen, denen das beizubringen. Das haben Sie in den, jetzt muss ich leider kurz in Ihr Thema eingreifen, das haben Sie in den klassischen Fakultäten, die Disziplinen an der Universität natürlich auch. Niemand käme auf die Idee, einen Menschen Arzt zu nennen, der nicht unter Ärzten gelernt hat, Mediziner zu werden. Ein Mathematiker lernt Mathematik von Mathematikern. Das ist also, wer forscht, lehrt und wer lehrt, prüft. Und wenn diese Anforderungen transparent sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, wenn sie einmal den Einstieg in ein solches Fach gewonnen haben, dass die dann auch so gut betreut und so angeregt werden, dass sie das standardisierte Erfolgsniveau schaffen. Das ist das Geheimnis einer letztlich auf berufliche Qualifizierung, also nach einem Kriterium, das nicht im System selber, sondern außerhalb des Systems, nämlich in der Berufsarbeit liegt, ist das Geheimnis dieser Systeme, dass sie eben so gut funktionieren. Und da möchte ich noch eben das ergänzen, wir sind insofern doppelt betroffen, wir haben sehr viel mit Berufsbildung zu tun. Herr Adam würde sagen, mit Berufsbildungsforschung, also igitt, also wenn man es wirklich empirisch macht, kommen schon interessante Erkenntnisse heraus, die auch einen internationalen Vergleich anregen können, aber wir bilden natürlich gleichzeitig Berufsschullehrer aus. Sind aber eben Berufsschullehrer, keine Allgemeinbildungslehrer. Und insofern sind wir von folgendem Phänomen betroffen, das wirklich, denke ich, katastrophal ist und dem sich jede Partei annehmen sollte. Wir haben seit der Bologna-Reform, der Deutsche Hochschulverband hat Ende 2013 das mal durchgezählt, 16.500 verschiedene Abschlüsse auf Bachelor- und Masterniveau. Das Personal, das diese Leute, also in diesen Modulen unterrichtet, hat seinerseits bislang immer noch Fächer studiert, also Disziplinen. Ja, also der fachliche Hintergrund, der dort noch zur Verfügung steht, ist ja noch vorhanden. Jetzt stellen Sie sich aber mal in 30 Jahren vor, wenn dann das Hochschulpersonal selber keine Disziplinen mehr kennt, sondern seinen eigenen Studienverlauf über Module sozusagen agglutiniert hat, also sie haben die alle zusammengeklebt und sind dann irgendetwas geworden, dann ist sozusagen die Fachlichkeit, die bezogen ist auf eine der klassischen akademischen Professionen, zerstört. Wir ahnen gar nicht, was da, also wir merken es schon in der Lehrerbildung, ja, in der Berufsschullehrerbildung, wir ahnen ja gar nicht, wie wertvoll es sein kann, wenn man als Dozent noch zum Beispiel Erziehungswissenschaft, Berufspädagogik mit ihrer Geschichte, wie das so in den Geisteswissenschaften ist, wenn man das noch beherrscht und in diese Module mit reinträgt, an den Dingern kommen sie ja nicht mehr vorbei. Aber im Modul steckt das nicht mehr und nachher steckt das auch nicht mehr in den Köpfen, wenn ich das mal so vulgär ausdrücken darf, derer, die aus einem Querschnitt aus 8 Modulen an 3 verschiedenen Hochschulen, also sozusagen ich nenne das mal Portfolio-Lizenz erworben haben. Die haben keinen Berufsabschluss, sondern die haben so eine dicke Brieftasche und da kann man mal durchsehen, nach 2 Stunden weiß man, was der alles nicht kann.
wenn ich das so sagen darf. Gut, aber damit will ich jetzt erstmal Schluss machen. Ich meine, mein Stichwort war Fachlichkeit. Dass die Leute, die ausbilden, von dem Fach, für das ausgebildet wird, auch etwas verstehen und es beruflich handhaben können. Das ist das Geheimnis unseres Berufsbildungssystems, einschließlich des Hochschulischen. Und dieses duale System, um das beneidet uns ja die ganze Welt, das kann man so sagen. Doch, wir schaffen es gerade ab und die wollen es unbedingt einführen. Ich möchte trotzdem nur noch ganz kurz nochmal, vielleicht eine kurze Antwort, den Finger in die Wunde legen. Woran hapert es denn beim Einstieg? Warum sind da die Leute, die wegbrechen? Also das haben wir jetzt in mehreren Dimensionen mehrfach gehört. Ich will nur ein Stichwort geben. Die sind es einfach nicht mehr gewöhnt, zum großen Teil. Ich sage nicht die, das wären 80% psychologisch. Aber es reicht ja, wenn es in Bremen zum Beispiel 40% sind. 40% der Absolventen, die sich um eine Lehrstelle bemühen, kennen die Situation nicht, dass Erwachsene, also Kommunikation mit Erwachsenen, die kennen nur Peer-Orientierung, dass Erwachsene ihnen etwas abfordern, was denen noch selbstverständlich erscheint. Das heißt, Erwachsene begründen nicht die Anforderungen, sondern sie liegt im Beruf, sie teilen sie nur mit. Und das führt zu ziemlich krisenhaften Verläufen. Und bei einigen wird die Reife nachgeholt, die bewähren sich und das geht dann ganz schnell. Und bei anderen scheitert es eben, aber die gehören dann auch nicht in den Beruf. Sie möchten später keine Dienstleistung von solcher. Wenn Sie das wünschen, fahren Sie in die USA, fahren Sie nach Usbekistan, fahren Sie nach Albanien, nach Palästina. Da können Sie studieren, was es heißt, wenn Leute ein Zertifikat haben, von der Schule kommen und auf die Menschheit losgelassen werden. Ohne jeden Kontakt zur Facharbeit. Sie haben das Stichwort Bologna schon gebracht, damit würde ich dann zu den Hochschulen kommen, zu Professor Eck. Bologna-Prozess, kann man sagen, er ist gescheitert, dieser also, Idee? Man kann es damit eigentlich schon zusammenfassen. Es ist gescheitert in jeder Hinsicht. Also das fängt damit an mit den Studienzeiten. Inzwischen sind die Studienzeiten ziemlich genauso lange wie im alten Magister und Diplom. Also von wegen, das Studium geht schneller. Das zweite Anliegen, wir differenzieren, die einen machen nur Bachelor, die anderen machen Master, ist auch gescheitert. Also kein Mensch will sich mit einem Bachelor abspeisen lassen, die drücken alle in den Master rein. Also das dritte ist Flexibilität. Früher konnte man in so einem langen Diplom- oder Magisterstudium eigentlich sehr flexibel sein. Man konnte mal ins Ausland gehen, man konnte mal den Studienort wechseln, war alles relativ unproblematisch. Inzwischen versuchen Sie mal in 6 Semester dann noch ein Auslandssemester zu integrieren. Also es gibt Leute, die schaffen das, aber für die große Masse ist das also ein großes Problem. Das heißt, in jeder Hinsicht ist das Ganze gescheitert. Wir haben auch schon drüber gesprochen, über die Fragmentierung. Das heißt, die Leute, die studieren kein Fach mehr, die studieren irgendwelche Module, wo irgendwelche Kompetenzen im Vordergrund stehen. Also es gibt da so eine Art Prosa, die man also für die Akkreditierung von diesen Studiengängen braucht. Die müssen also alle extern evaluiert werden. Pro Studiengang 10.000 bis 15.000 Euro, ein Riesengeschäft, aber da geht also das Geld für die Bildung zum Teil dann auch hin. Da schreibt man also seitenweise, welche Kompetenzen die Studenten erwerben müssen, aber dass es eigentlich um ein Fach geht, dass sozusagen die Kompetenzen, die kann man auch später dann noch im Beruf erwerben und wer ein Fach erwirbt, der lernt das Wichtigste schon unterwegs, denn sonst kommt er gar nicht bis zum Abschluss durch. Auch gescheitert. Dann die Verwirrung. 16.000 Abschlüsse, Sie haben es schon genannt. Wer soll da noch durchblicken? Ne? Also früher gab es dann vielleicht so 50, 60 Fächer, so im Großen und Ganzen mit so einer gewissen Binnendifferenzierung und gut war es. Mehr braucht man nicht. Also das Bologna-System ist auf ganzer Ebene gescheitert und deswegen ist auch eine unserer Forderungen auch im Bundesfachausschuss, man soll es den Hochschulen freistellen, wieder zu alten bewährten Studiengängen zurück. Ich meine, der deutsche Diplom-Ingenieur, das war sozusagen ein Gütesiegel. Warum sollen wir das einfach wegschmeißen? Also ich verstehe es einfach nicht. Wenn Sie es verstehen, erklären Sie es mir bitte. Ansonsten lassen Sie uns da wieder hin zurückfinden. Es wird ja auch oft über die Ausstattung der Universitäten geklagt. Herr Adam, eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wären ja Studiengebühren. Das würde auch natürlich eine Anreizwirkung für Studenten sorgen, die dann schneller studieren und sich schneller auch für das richtige Fach begeistern können. Wäre das eine interessante Idee für die AfD?
Unter Umständen, ja, es gab frühe Studiengebühren, die berühmten Hörergelder. Ich habe sie seinerzeit noch bezahlt. Sie waren allerdings sehr maßvoll. Sie hatten aber den interessanten Aspekt, dass man sich überlegte, was man machte und dass der Dozent einen zusätzlichen Anreiz erhielt, das zu lehren, was bei den Studenten auf Nachfrage oder Sympathie stieß. Dieses Element ist leider abgeschafft worden. Ich hätte nichts dagegen, sogenannte Hörergelder oder Studiengebühren maßvoll wieder einzuführen, unter zwei Voraussetzungen allerdings. Erstens, dass ein üppiges Stipendiensystem für diejenigen bereitgestellt wird, die studieren können, die studieren wollen und es auch können, aber aus finanziellen Gründen möglicherweise daran gehindert sind. Und dass zweitens die Möglichkeit besteht, die Studiengebühren nachlaufend zurückzuzahlen. Das heißt, man bekommt erst ein Darlehen und wenn man im Beruf erfolgreich ist und entsprechend verdient, zahlt man die Dinge mit der Zeit zurück. Diese beiden Voraussetzungen halte ich für elementar und ich mache, um das auch gleich hinzuzufügen, der deutschen Wirtschaft oder den Wirtschaftsorganisationen, die sich mit der Forderung nach Studiengebühren, und zwar saftigen Studiengebühren, immer wieder hervortun, den Vorwurf, dass sie nichts tun, um ein solches Stipendiensystem zu schaffen. Ansonsten, wenn wir das nicht tun, kommen wir zu amerikanischen Verhältnissen, wo die Familien sich krumm legen, um irgendeinem einzigen Kind ein Studium in Harvard zu erreichen. Das hat Folgen, die teilweise auch in Amerika inzwischen außerordentlich kritisch besehen werden. Ich habe erst neulich einen solchen Bericht über das amerikanische System, das in Deutschland ja merkwürdiger immerweise immer als vorbildlich geht, gelesen. Und da wird über diesen Plural, die plutokratischen Effekte dieses Bildungssystems sehr nachhaltig, nachteilig geurteilt. Der Schlüsselsatz dieses Buches heißt, es kommen Leute nach Harvard oder nach Yale, die zwar dort nicht hingehören, die aber dort bleiben, weil sie einen reichen Vater haben. Und das Motto heißt dann, too rich to fail. Wollen wir das in Deutschland? Ich nicht. Das Problem mit den USA ist vielleicht auch, dass viele der Ideen aus Amerika bei uns mit einer gewissen Zeitverzögerung ankommen. Es kommen dann 10 Jahre später natürlich auch die Dinge an, die man in den USA schon revidiert hat oder wo man erkannt hat, dass sie eigentlich absurd waren. Also zum Beispiel hat man auch aufgrund der Messbarkeit von Bildung, man will das ja unbedingt genau messen, was kommt denn nun bei raus, hat man nun angefangen, alle Fächer auch genau durchzuforsten. Ja, wie können wir dann diese Black Box ausschalten? Das führte dann im Bereich des Englischunterrichts dazu, dass man gesagt hat, wenn der Lehrer nun einen Aufsatz nach Inhalt, Gehalt oder sonst was bewertet, das ist ja völlig subjektiv. Was blieb übrig als einziges objektives Kriterium? Die Anzahl der Wörter. Also wurden die Aufsätze geschrieben, ihr habt eine Stunde Zeit und der Schüler, der die meisten Wörter geschrieben hatte, bekam die beste Note. Die Schüler haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass man auch mit völlig grammatikalisch fragwürdigen Konstrukten zu einer guten Note kam. Kurzum, man hat dieses System dann auch wieder geändert und abgestellt. Genauso die anderen Geschichten, es ist vorhin schon angesprochen worden mit mit der Wirtschaft in der Schule. Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch. Privatschulen ja, so wie wir das bisher kannten, wenn sie in kirchlicher Trägerschaft waren oder auch bei den Waldorfschulen, dann stand ein gewisser Idealismus dahinter. Dann ging es nicht darum, mit Schule und Schülern und Bildung in erster Linie nur Geld zu verdienen. Wir sollten aufpassen, dass weder die Schule noch die Hochschule zu sehr ökonomisiert wird. Schüler und Bildung sind kein Produkt und keine Ware, mit der man handeln und spekulieren sollte. Und insofern würde ich auch bei dem, was bei Herrn Bremer vorhin anklang, schon eine gewisse Grenze einziehen wollen, wenn wir über die Output-Orientierung sprechen. Das ist ja auch so eine, das würde ich dann nur gerne sagen, das Outcome, klar müssen wir gucken, was kommt dabei raus. Aber dieser Modebegriff der Output-Orientierung, also Sie sehen, das sind alles auch schon so wirtschaftliche Begriffe, der hängt eng zusammen auch mit den Bildungsstandards, mit den Kompetenzen und mit der Messbarkeit der ganzen Geschichte. Wenn ich also gucken will, was kommt dabei raus bei der Schule und gar nicht mehr mich frage, was kommt eigentlich da rein, dann habe ich am Ende eine ganz andere Schule. Also interessant sind dann gar nicht mehr die Bildungsinhalte, die vorgegeben werden, sondern am Ende wird dann aufgrund gewisser Kriterien
ja, wird dann gemessen, ob die Schule erfolgreich war, also ob sie kompetent war oder nicht. Ja, und das erweist sich natürlich dann bei, sobald man andere Kriterien anlegt, erweist sich diese ganze dann immer noch sogenannte Bildung als eine reine Fata Morgana. Ja, darf ich das schon als Schlusswort interpretieren an dieser Stelle? Wir wollen das Publikum einbeziehen. Konrad Adam ist schon ganz begierig auf die Fragen. Hat mir schon mehrmals ins Ohr geflüstert. Dann würde ich sagen, Feuer frei, Mikrofon ist in der Mitte. Geht's hier schon mal los? Mein Problem ist ja die Differenzierung zwischen Ausbildung und Bildung. Das, was wir in Deutschland unter Bildung verstehen, ist nicht Ausbildung. Der Bildungsbegriff, der klassische Bildungsbegriff des 19. Jahrhunderts, ist etwas völlig anderes und sollte nicht vordergründig ökonomisiert werden. Herr Bremer hat durchaus sein berechtigtes Anliegen, dass dieses duale Ausbildungssystem in Deutschland gefördert, strukturiert und auch auf einen Stand gebracht werden muss, der gut ist. Eingangs hörten wir Herrn Brinker davon sprechen, was unsere eigentlichen Ressourcen sind. Das sind gute Produkte. Diese Produkte, die außerordentliche denkerische Fähigkeiten voraussetzen, sind Hochschulprodukte. Und hier haben wir eine andere Art von Bildung notwendig, die in völliger Freiheit der Forschung nicht primär funktional denkt und in ökonomischen Zusammenhängen, sondern völlig frei ist. Und wie kriegen wir Studienleute hin, das ist die Frage der Schule, des Triviums, die dann die Universitas Literarum so bedienen können, dass daraus wieder Produkte entstehen. Die meisten Patente sind aus, um 1900, 1920, von denen wir heute noch zehren. Und wie kriegen wir das so hin, dass wir den Leuten nach außen vermitteln, ja, wir wollen was von Bildung verändern, die eine Universitätsbildung ist, und gleichzeitig die Ausbildung fördern. Und nicht jeder, der in Deutschland was werden will, muss unbedingt einen Doktortitel haben. Das brauchen wir nicht. Deswegen steht bei uns auch im Programm drin, wir wollen eine ganzheitliche Bildung. Wir haben also diesen ganzheitlichen Bildungsbegriff, der nicht vordergründig ökonomischen oder politischen sogenannten Sachzwängen unterliegt. Das heißt, dass auch Fächer, musische Fächer, Sport, Religion, all das muss seinen Platz haben. Wir wollen auch, dass die Schulen stärker mit externen Anbietern da zusammenarbeiten, mit Musikschulen, mit den Kirchen, mit Sportvereinen. Das heißt auch, dass man zum Beispiel sich einsetzt für die alten Sprachen. Die wenigsten Leute können mit ihrem Latein und Altgriechisch, was, wenn sie das gelernt haben sollten, so konkret was anfangen. Aber darum geht es auch gar nicht, ne? Und an den Hochschulen ist es genau das Gleiche. Wir müssen wieder zurück, weg von diesem fragmentierten Bildungsbegriff hin, dass wir einfach mal so ein Fach in seiner ganzen Breite erstmal kennenlernen. Spezialisieren kann man sich dann später immer noch. Das Leben, das zwingt einen dann früh genug zur Spezialisierung, aber nicht früher. Vielleicht könnte Herr Eck und Herr Bremer gemeinsam die Fachhochschule in diesen Kanon noch einsortieren. Ist das vielleicht das Zukunftsmodell oder ist es überholt, weil sowieso überakademisiert? Und den zweiten Begriff, den ich gerne in die Diskussion geben möchte, ist das Internat. Ist das ein Zukunftsmodell? Ist das ein Auslaufmodell für Reiche? Oder ist es möglicherweise die Chance, tatsächlich seinen Fähigkeiten nachzukommen und aus einer Situation rausgenommen zu werden, die einen runterzieht? Also Internat und Fachhochschule hatten wir bisher in der Diskussion noch nicht erwähnt. Also zur Fachhochschule kann ich mich historisch äußern. Das wird sich jetzt aber langweilen. Das hängt einfach vom Bundesland ab. Und da, wo sie wirklich gut funktionieren, gehen sie in den Süden, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, die haben sogar Berufsakademien. Und das liegt einfach daran, und das ist ein Stück Dialektik, ist politisch, geschichtlich sehr interessant, die Baden-Württemberger und die Bayern haben sich, Herr Adam wird das sicherlich noch sehr gut sich erinnern, haben sich strikt gegen die Reformen der sowohl des Gymnasiums als vor allen Dingen eben auch durch die Gesamtschule mit dem Ziel der Vermehrung von Abiturienten gewährt. Das heißt, sie haben die Säule, des, sozusagen den Königsweg, der zur allgemeinen Hochschulreife mit hin zur Universität führt, festgehalten.
Da aber sogar Firmen wie Bosch und Mercedes unbedingt akademisierte, berufsfähige, kluge Menschen brauchten, blieb denen nichts anderes übrig, als eine zweite Säule einzuziehen. Und das ist insofern interessant, als die Fachhochschulen ein eigenständiges System darstellen. Man erwirbt in der Fachoberschule an der Berufsbildung, das ist der einzige allgemeinbildende Abschluss in der Berufsbildung, erwirbt man die allgemeine Fachhochschulreife. Das ist immer falsch betont, das ist kein Fachabitur. Sie dürfen theoretisch nicht an die Universität. Aber Sie können mit einer Fachhochschulreife im Leitfach Elektrotechnik, können Sie Sozialpädagogik in der Fachhochschule studieren. Das ist ein vollkommen eigenständiges System vom Design her. Die Abschlüsse sind alle berufsverwertbar, sie sind nicht akademisch, sie haben kein Promotionsrecht, was jetzt natürlich versucht wird, nicht? Also auch dieser Damm dort demnächst zu brechen, aber da können ja auch Analphabeten wahrscheinlich in der Germanistik promovieren, aber das ist mir jetzt auch egal, das sind nicht meine Sorgen, aber es entspricht in etwa der Tendenz. Also die Fachhochschulen haben so lange eine wichtige Funktion, wie die Gymnasialfunktion sich gegen die Verberuflichung des Lernens sperrt. Das ist die historische Erfolgsgeschichte. Jetzt, wo die Universitäten hinter jedem Studenten herlaufen, gibt es einfach eine schlichte, über die Inhalte nicht mehr legitimierbare Konkurrenz zwischen Fachhochschulen und Universitäten. Das ist, kann man nicht als Nivellierung bezeichnen, das ist ja Ausverkauf. In manchen Studiengängen ist das schlicht Ausverkauf. Und das Promotionsrecht wird demnächst, da bin ich mir ziemlich sicher, durch irgendeine Initiative von Nicht-Promovierten, würde ich mal so sagen, wird dann also den Fachhochschulen zugewiesen. Und zwar, ich kann Ihnen jetzt schon den Weg nennen, die sind ja wesentlich tüchtiger in der Akquise von Drittmitteln. Der BMBF gibt an die Fachhochschulen genauso gerne Millionen für Erforschung irgendwelcher Dinge und darüber promovieren die dann an der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät. Ja? Aber die ganze Forschung und so weiter liegt dann schon bei den Fachhochschulen. Wenn sie das 10 Jahre machen, dann haben die auch das Recht dazu, den Abschluss selber zu vergeben. Und damit ist die Sache abgefahren. Und zu Internaten möchte ich jetzt nichts sagen. Zur Frage der Fachhochschulen kann man aus Uni-Perspektive genau das Gleiche sagen. Im Grunde genommen ist das eine Erfolgsgeschichte, weil man sieht jetzt, was passiert, wenn die Universitäten gewissermaßen so verfachhochschulisiert werden. Und Bologna führt zum Teil dazu, dass die Universitäten mehr oder weniger die Fachhochschulen kopieren. Fachhochschulen waren ein Erfolgsmodell. Im Grunde genommen haben wir das Problem momentan an den Universitäten, dass die zwei inkompatible Aufgaben machen sollen. Die sollen zum einen Spitzenforschung betreiben. Spitzenforschung braucht Freiräume, braucht keine Verschulung, braucht einfach, dass man es mal so ein bisschen laufen lässt und einfach die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt und mal schaut, was passiert. Auf der anderen Seite haben wir den Bildungsbedarf breiter Gruppen in unserem Volk. Das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Und diese beiden Aufgaben, den Universitäten gleichzeitig aufzubürden, das geht einfach nicht. Also sie können nicht beides haben. De facto läuft es darauf hinaus, dass also in den Instituten eine Zweiteilung herrscht. Es gibt sozusagen die Forschungsprofessoren und es gibt die Lehrprofessoren. Und das ist eine ziemlich harte und eine ziemlich deutliche Scheidung, die auch zu Unfrieden führt und die eigentlich so dieses akademische Prinzip der Universitäten aushebelt. Und hier sehe ich eigentlich die Aufgabe dieser Differenzierung wieder. Ne? Wir brauchen auch im akademischen Bereich oder ja, akademisierten Bereich, wie auch immer, eine Binnendifferenzierung. Lass 1000 Blumen blühen, hat mal ein bekannter Politiker gesagt. Ja, und das gilt natürlich auch im Hochschulbereich. Also Fachakademien, Berufsakademien, Fachhochschulen, Universitäten haben alle ihren Platz in der Hochschullandschaft und den sollten sie auch behalten dürfen. So kommt jeder eigentlich zu dem, was genau für ihn richtig ist. Und so was wir jetzt erleben, dass die Universitäten sich immer stärker den Fachhochschulen annähern. Ich meine, da kann ich den Fachhochschulen auch nicht verdenken, wenn die sagen, ja, warum, wir sind doch eigentlich genauso gut wie die. Und wir brauchen da vielmehr eine Rückbesinnung darauf, was sind Universitäten, was sind Fachhochschulen, was wollen wir eigentlich damit? Wenn ich kurz ergänzen darf, bei mir im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es mittlerweile de facto schon gar keine Fachhochschulen mehr. Also eigentlich schon, aber auf dem Papier nicht, weil die nennen sich jetzt alle nicht mehr Fachhochschule, sondern University of Applied Sciences. Ja. Das ist kein geschützter Begriff, die können das tun. Herr Adam. Ich möchte diesen Aspekt ergänzen. Nichts gegen die Verwertbarkeit. Natürlich,
Bildung soll und muss sich in gewissen Grenzen auszahlen. Aber dabei kommt eine entscheidende Frage in meinen Augen jedenfalls zu kurz. Wir können über das geantwortet nur die Frage, das Know-how. Wir brauchen aber Leute, die Know-why diese Frage uns beantworten. Wozu das Ganze? Wie soll das Leben aussehen? Oder wie ich es vorher sagte, wie soll der junge Mensch aussehen am Ende des Bildungsganges, der er durchlaufen hat? Diese Frage wird nicht mehr beantwortet. Sie ist in meinen Augen aber die entscheidende Frage, wenn man sich mit Dingen wie Erziehungs-, Bildungs- und Schulpolitik befasst. Ein bekannter Bildungswissenschaftler, inzwischen ist er verstorben, ich meine den Berliner Helmut Becker, hat einmal vor langer Zeit auf die Frage, ja wozu machen wir denn den ganzen Bildungs- und Ausbildungsbetrieb, die etwas ernüchternde Antwort gegeben, die einzige Aufgabe von Bildung heute sei, den Herausforderungen der Moderne gewachsen zu sein. Schön und gut, das ist was, das müssen wir alle. Aber dabei kommt natürlich etwas ganz Entscheidendes zu kurz. Denn das ist im Grunde genommen, jedenfalls in meinen Augen oder für meine Ohren, eine Erziehung zur Anpassung. Zur Anpassung an die Moderne. Und das kann nur die Hälfte der Miete sein. Die andere Hälfte ist Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit, ich will das ganz klar sagen, beinhaltet für mich auch einen Begriff der Widerständigkeit, der Unabhängigkeit, des Neinsagens. Auch diese Fähigkeit müssen wir selbstverständlich begründet fordern. Noch einmal, ich meine, dass die Schule zu erkennen geben muss, jede Schule, was aus dem Kind am Ende werden soll. Und deswegen, und jetzt komme ich vielleicht nochmal zum Internat zurück, um Ihnen ein Stichwort zu geben, Herr Frömming. Deswegen hat es mir immer sehr gefallen, was ich aus Salem hörte. In Salem, so wurde mir gesagt, zumindest früher war es üblich, zum Beginn des Schuljahres einen einzigen Text kurz vorzulesen. Und das war das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Damit wird in aller Kürze gesagt, was man im Leben eigentlich machen soll und wie sich Tugend von Untugend unterscheidet. Und diese Antwort müssen wir als die erwachsene Generation unseren Kindern mitgeben. Wir tun es so oder so. Man kann nicht nicht erziehen, hat ein kluger Mann mal gesagt. Man erzieht immer, entweder im Guten oder im Schlechten. Und damit komme ich zurück auf Röbel. Beispiel und Liebe. Herr Bremer, wollten noch was? Sie wollten noch? Ja, wahrscheinlich bin ich aus systematischen oder vielleicht auch historischen Gründen vorhin doch etwas missverstanden worden. Das ist immer peinlich, wenn man dann meint, etwas zurücknehmen zu müssen, etwas klarzustellen. Aber es ist wirklich ganz wichtig für die Sache. Es geht nicht um Anpassung. Es geht einfach darum, dass in der von Herrn Adam jetzt ein bisschen in den Schatten gestellten Moderne, ich denke nur an die Möglichkeiten, die wir gar nicht ausschöpfen, die wir aber real haben historisch, und das ist an Aufklärung gebunden. Und da möchte ich jetzt wirklich für die Berufsbildung Folgendes in Anspruch nehmen. Wer heute in seinem Beruf verstehen will, warum er etwas tut, der muss eigentlich studiert haben. Das ist das eine. Das andere ist, wenn der nur studiert vorher, kann er den Beruf nicht ausüben. Also das ist ein Problem, das können Sie nicht mit unterschiedlichen Begabungen beantworten, das können Sie auch nicht schulstrukturell beantworten. Es liegt einfach in der Wissenschaftsdeterminiertheit unserer alltäglichen Praxis. Wenn Sie also wirklich ein tiefgehendes Verständnis von dem haben wollen, was Sie jeden Tag machen und auch im Beruf, dann müssen Sie sich wissenschaftlichen Erkenntnissen öffnen. Es gibt diese Naturwüchsigkeit natürlich immer noch, aber die Chancen über das, was man in der Reproduktionsarbeit wirklich können und wissen muss, Bildung zu erlangen, sind um ein Hundertfaches größer, als zu der Zeit, als die Handwerksberufe noch darum kämpften, die Schüler durch Priester und Lehrer dumm zu halten, damit sie bloß nicht die Frage, warum soll ich das eigentlich so machen und nicht anders stellen. Heute ist die Möglichkeit, das im Unterricht und im Betrieb zu beantworten, eigentlich die didaktische Chance. Und das macht ja auch den Unterschied von vielen, ich will jetzt nicht sagen begabten, aber engagierten jungen Facharbeitern gegenüber Gymnasiasten aus. Die sind wissbegierig und stellen Fragen. Ein Gymnasiast kommt im Zweifelsfall in die Ausbildung und mit dem Gefühl, ich weiß schon alles. Wenn er dann einen Bachelor hat, ist das Gefühl noch schlimmer, um es vorsichtig zu sagen. Eine Zwischenfrage, auch wenn sie etwas großdimensioniert erscheint. Und woher haben die Studenten der Weißen Rose die Fähigkeit genommen, zu Hitler und seinen Schergen Nein zu sagen? Jedenfalls nicht aus der Wissenschaft. Woher also? Ja, aber das sage ich auch gar nicht. Nein, aber da muss noch mehr kommen. Natürlich. Ihre Wissenschaft ist ganz schön und gut. Ich habe ja nichts dagegen. Ich habe auch mal vor langer Zeit ein wissenschaftliches Studium absolviert. Aber es ist nicht das Ganze. Und im entscheidenden Falle ist es nicht sogar nicht einmal das Wichtigste.
Ja, aber es ist ja kein Gegensatz. Ich glaube, es muss auch kein Gegensatz sein. Ich meine jetzt, glaube ich, von Humboldt das Beispiel, der mal sagte, auch der Tischler soll ruhig ein bisschen Altgriechisch lernen und derjenige, der Altgriechisch studiert, sollte auch mal versuchen, einen Tisch zu machen. Genau das wird in Salem umgesetzt. Alle Schüler müssen in Salem in der 9. Klasse ein Handwerk erlernen. Es sind also um die Schule herum Handwerksbetriebe angesiedelt. Das ist natürlich nicht auf dem Niveau vielleicht, wie das dann nachher in der beruflichen Ausbildung ist, aber es sind immerhin wirklich Meister vor Ort, bei denen die Schüler so einen Einblick in ein Handwerk bekommen. In der 10. Klasse gehen alle Schüler in einen sogenannten Dienst. Das heißt, sie sind in die Feuerwehr oder in den Sanitätsdienst integriert und zwar nicht nur zum Spaß, sondern wenn es brennt, werden die Salemer Schüler tatsächlich zur Brandstelle gerufen. Oder als zum Beispiel im Bodensee die zwei Flugzeuge zusammengestoßen sind, da rückten die Salemer Sanitäter und die Salemer Feuerwehr mit aus und haben zum Teil grauenvolle Dinge gesehen. Oder als vor Jahren in Griechenland ein Erdbeben herrschte, also ich meine jetzt nicht wegen des Euros, sondern es war ein tatsächliches Erdbeben, da sind Salemer Schüler mit ihren Lehrern nach Griechenland gefahren, um zu helfen. Also das ist auch diese Geschichte, die mit dem Samariter dann als Vorbild immer den Schülern vorgehalten wird. Ihr müsst auch was für die Gesellschaft tun und was zurückgeben. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man Schüler erziehen will, die sich total anpassen. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was in den einzelnen Menschen drinsteckt. Ja, also diese goethische Vorstellung, dass der Mensch so eine Art Nukleus ist, nicht? Also dieser Gedanke, dass so wie aus einer Nussschale heraus sich der Mensch erst im Laufe seiner Bildungskarriere entfaltet, das ist ja ein sehr schöner Gedanke. Und wenn ich von vornherein schon mir die Menschen rauspicke und sage, aus dir muss aber jetzt unbedingt das oder das rausgucken, werde ich dem Menschen nicht gerecht. Also ich muss beides tun. Ich brauche muss gewisse Zielvorgaben machen. Ich muss aber auch immer offen sein als Lehrer für das, was von den jungen Menschen aus kommt. Und nochmal zurück zu dem Stichwort Internate. Es können sicherlich nicht alle auf das Internat gehen. Wir können auch nicht Privatschulen für alle schaffen. Aber ich würde es schon sehr begrüßen, wenn wir auch staatlicherseits für manche begabte Schüler aus finanziell schwachen Verhältnissen diese Möglichkeit schaffen würden, zum Beispiel nach Salem zu gehen und ihnen ein Stipendium zu finanzieren. Denn was Salem aus jungen Menschen machen kann, das ist schon, also das hat mich schon beeindruckt, weil wirklich rund um die Uhr findet eine Betreuung der Schüler statt. Und es ist nicht so wie hier in Berlin, da haben wir das Problem, ich frage immer meine Schüler hier im Wedding manchmal, ja, wer von euch spricht zu Hause Deutsch? Da geht von 30 Schülern dann bei einem die Hand hoch. Wer von euch hat deutsche Freunde? Das gleiche Ergebnis. Ja, wie wollen wir denn erwarten, dass diese jungen Menschen, wenn sie denn nur in der Schule Deutsch sprechen, mit dem Lehrer, den sie haben, wie sollen sie denn dann wirklich in der Gesellschaft ankommen? Und da sind begabte Menschen darunter, begabte Schüler darunter. Da würde ich mir schon vorstellen, dass in diesem Fall der Staat auch mal Geld in die Hand nimmt und nicht nur marode Banken rettet, sondern mal in diese jungen Menschen investiert. Gründen der Bescheidenheit nicht getan, dass Salem ein üppiges Stipendienprogramm hat. Hat, ja. Ja. Die nächste Frage kommt von Herrn Mohr. Genau, meine Frage geht auch an Götz Frömming. Ich habe jetzt Abitur gemacht, wann war das? 2007. Und ich habe den subjektiven Eindruck, dass seitdem nochmal ein deutlicher Ruck nach unten hinsichtlich des Bildungsniveaus in Berlin eingesetzt hat. Du warst ja so freundlich und hast die MSA-Arbeit mitgebracht. Vielleicht kannst du mich dahingehend bestätigen, dass das auch dir aufgefallen ist, dass das Niveau Stück für Stück immer weiter irgendwie ein Stück nach unten genommen ist. Denn rein objektiv von den Zahlen gesehen habe ich erst vor kurzem wieder gelesen, dass die 1-0-Abitur-Noten in Berlin noch nie so viele waren. Ja, den Verdacht kann ich nur bestätigen. Es ist ja nicht so, wenn 1989, da habe ich Abitur gemacht in Bayern, da hatten wir vielleicht 20% eines Jahrgangs, der das Abitur geschafft hat. Heute in Berlin sind wir bei annähernd 50%. Ist ja nun nicht so, dass die Schüler irgendwie alle viel klüger werden oder fleißiger werden. Ist in der Tat so, dass das Leistungsniveau abgesenkt wird. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Schulen und Lehrer durchaus auch ein Problem bekommen können, wenn der Output, also sprich die guten Noten, am Ende nicht da sind. Also das macht man als junger Lehrer oder Referendar nur ein oder höchstens zweimal, wenn man schwer vom Begriff ist, dass man zu vielen Schülern eine 5 gibt am Ende des Jahres.
Nicht? Also dann wird nicht gesagt, Mensch, gut, dass du hier mal aufräumst, sondern hat man ein Gespräch beim Direktor. Und wenn das nicht hilft, dann wird die Schule noch vom Schulrat vorzitiert. Ja, warum stimmen denn die Ergebnisse nicht und so weiter. Zusätzlich wird nachgeholfen durch die Absenkung des Niveaus. Also es wird die Note 1, wurde früher bei 98% richtiger Ergebnisse gegeben. Inzwischen hat man das in Berlin halt künstlich abgesenkt. Ich weiß gar nicht, ob wir bei 95% oder 94% sind, um auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern besser dazustehen. Also das scheint so zu sein, wenn die Kultusminister sich treffen, dass dann jeder so auf den Tisch legt und schau mal, bei mir, ich habe aber 50% Abiturienten und du hast nur so und so viel und na, meine sind besser. Ja, so ist das leider. Wir haben die interessante Erfahrung gemacht, das hat in Bremen sicherlich also noch einen speziellen Hintergrund. Die haben, glaube ich, diese Gleichstellung erfunden und hängen da bis heute dran mit sehr satten Einkommen. Also es gibt Betriebe in der Stadt, da hat die Stadt dann selber auch was zu sagen, zum Beispiel die Bremer Straßenbahn AG, die BSAG, die kenne ich sehr gut und die Stahlwerke auch. Und die wollen dann unbedingt auch mal so ein, nicht ein hübsches Mädchen, dürfen sie überhaupt nicht mehr sagen, wenigstens ein Mädchen mal in diesen Industriemechaniker und sonstigen Berufen. Die werden von der Frauenbeauftragten losgeprügelt, sie werden richtig unter Druck gesetzt, diese Schulabsolventen nicht jetzt für den Beruf zu interessieren, sondern gleich mit reinzunehmen. Unter Seeleuten in Bremen darf man das ja sagen, nannte man das früher Shanghaien. Man hat die dann in irgendwelchen Kneipen am Hafen betrunken gemacht und dann heimlich aufs Boot genommen und abgelegt. Und dann waren sie eben auf dem Boot. Und das geht mit Straßenbahn im Prinzip auch, aber die kommen natürlich wieder ins Depot zurück. Also sie haben es nicht geschafft und dann haben wir mal nachgefasst. Und es ist in der Tat so, es gibt eine sehr große Diskrepanz und ich glaube nicht, dass die irgendwie durch Bildungsforscher, sonstige Verbände im Moment thematisiert wird. Also es überhaupt eine Möglichkeit gäbe, öffentliche Mittel dafür zu bekommen, um diesen wesentlichen Aspekt in der Bildungsgeschichte von Menschen und von der Steuerung des Bildungssystems mal empirisch zu erhellen. Es gibt also eine große Diskrepanz zwischen der Breite des Schulerfolgs von jungen Frauen und ihrer Fähigkeit, Berufe zu erlernen, in denen es auf die Anwendung des Wissens ankommt. Formal bringen sie die wesentlich besseren Voraussetzungen mit und in Wahrheit kommen sie nicht in diese Berufe rein, weil ihnen aus vielen Gründen, und die sind wie gesagt noch nicht völlig klar, aber es werden viele genannt, weil es ihnen nicht so gut gelingt, wie jungen Männern mit weniger Wissen auf die beruflichen Anforderungen sich einzustellen und im Vollzug der beruflichen Anforderungen das Wissen eben nachzuholen, mit dem diese Mädchen eigentlich schon in die Berufsausbildung gehen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen und ich möchte, was ich damit sagen will, ich weiß nicht, ob ich die Frage damit beantworte, wir werden es erleben, dass auch ohne, dass es empirisch genauestens untersucht wird, was ja vielleicht auch didaktisch wichtig sein könnte für die Frage, ob man Jungs und Mädchen wieder getrennt unterrichtet, wir werden es trotzdem erleben, dass in vielen Berufen diese Mädchen, wenn sie reingehen, Gott sei Dank sind die meisten ja klug genug, das nicht zu tun, scheitern würden und um dieses Scheitern zu umgehen, gehen sie in die Berufe, in denen sie nicht scheitern, in denen sie auch nicht scheitern würden, wenn sie schlechtere Schulnoten hätten. Es ist also ein Phänomen, das in der allgemeinbildenden Schule auftritt, aber am Arbeitsmarkt eigentlich in der Stabilisierung der alten Verhältnisse wieder endet. Es wird eben nur auffälliger dadurch, dass die Mädchen eigentlich die besseren Voraussetzungen mitbringen. Und Sie müssen mich korrigieren, Sie haben sehr viele, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, 70% in Mädchen- oder in Frauenanteil in Ihrem Studienfach. Gucken Sie mal nach, wie die Zahlen bleiben, wenn es um Promotionen geht. Ja. Yeah. Aber nach der Berechtigung der Quote. Sollte ich Sie richtig verstanden haben, kann ich Ihnen eine ganz einfache Empfehlung geben. Kommen Sie zu uns. Wenn man die Sache intelligent betreibt, braucht man keine Quote. Unter den drei Sprechern der AfD haben wir eine Frauenquote von 33%, im erweiterten Vorstand eine Vorquote von über 40%. Herr Hansel, es stimmt doch, nicht? Also, mit anderen Worten, wenn man die Sache intelligent anlegt und die richtigen Leute anspricht, braucht man überhaupt keine Quote. Die erfüllt sich dann von selbst. Kommen Sie zu uns. Zur Beruhigung, also inzwischen gibt es an den Schulen nicht nur den Girls Day, sondern auch einen Boys Day, soweit ist man schon. Ja. Und das Schöne ist, also ich habe das mal beobachtet, wie das abläuft an diesem Tag.
werden also, versucht man also die Jungs, die Mädchen an typische Jungsberufe heranzuführen und umgekehrt, natürlich umgekehrt jetzt auch die Jungs an Mädchenberufe. Das heißt, da sitzen dann in der Aula die Jungs mit Nähzeug da und Stickzeug da und sollen da nähen und sticken und diese Dinge tun. Und den Mädchen stellt man einen Holzblock hin mit großen Nägeln, schweren Hammer. Und das Schöne ist, da freue ich mich immer, dann, also da sieht man, dass diese ganze Gender-Theorie einfach nur ein großer Humbug ist. Denn sobald die Sozialarbeiter rausgehen und nach einer gewissen Zeit ist dann die offizielle Zeit rum und dann wie von Zauberhand, schwuppdiwupp sind die Mädchen bei dem Nähzeug und die Jungs hauen die Nägel da wie wild in das Holz rein. Das ist sozusagen der positive Aspekt. Es gibt aber auch einen sehr negativen Aspekt. Im Grunde genommen ist diese Gleichstellungspolitik eine Erfolgsgeschichte. Die haben es also geschafft, wirklich flächendeckend die Republik mit Beauftragten zu überziehen. Die haben eine unglaubliche Macht. Und das ist, also ich finde es zum Teil einfach unerträglich. Denn wo Gleichstellung draufsteht, da ist sozusagen Benachteiligung von Männern drin. Darauf läuft es de facto raus. Ich meine, man muss dazu sagen, natürlich sind wir alle dafür, dass niemand diskriminiert wird. Also das muss ganz klar sein und ich denke, das ist ja auch unbestritten. Man soll keine Frauen diskriminieren, man soll niemanden diskriminieren wegen Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, was auch immer. Wir brauchen die Besten, egal in welche Kirche sie gehen oder ob sie in keine Kirche gehen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, das ist geschenkt. Nur, was wir im Moment haben, ist ein ganz feingewobenes, engmaschiges Netz, das sich über unser Land lebt und es ist manchmal wirklich, man könnte ersticken, meine Damen und Herren. Also bei uns an den Universitäten gibt es also nicht nur hauptamtliche Frauenbeauftragte, da gibt es dann auf den Fakultäten Frauenbeauftragte, jetzt wollen sie auf der Institutsebene Frauenbeauftragte. Und solange das vernünftige Kolleginnen sind, ist das alles gut und schön. Aber die haben eine derartige Machtfülle, wenn da mal jemand Amok läuft, der kann das System einfach erstmal lahmlegen sozusagen. Und da ist dringender Handlungsbedarf, denn alle machen die Faust im Sack. Jeder sagt ihnen unter vier Augen, ja Mensch, da müsste man mal was dagegen tun und keiner traut sich. Ne? Wir haben heute ein ähnlich schlimmes bildungspolitisches Problem, wie wir es nach 68 hatten. Warum ist es so schwer, dagegen anzugehen? Damals war es natürlich so, eine bestimmte Klientel sollte im Zuge der 68er-Bewegung eingesammelt werden. Wie macht man das? Man schürt Ressentiments, die gingen, wenn man die Jugend einfangen will, gegen das Hergekommene, der Muff von 1000 Jahren. Wir erinnern uns alle noch daran. Und das ist natürlich, wenn ich dann die Universität nicht als Wissensvermittlung auffasse, sondern als große Selbstfindungsgruppe, das ist zunächst einfach mal, macht das weniger Stress, ist einfacher, das ist attraktiver zu rezipieren, da hat man es schwer, damit umzugehen. Jetzt sind wir knapp ein halbes Jahrhundert später in einer anderen Situation. Wie kommt es, dass hier ständig das Niveau abgesenkt wird? Wir können natürlich am Vordergrund operieren und uns um einzelne Maßnahmen bemühen, aber wir müssen natürlich sehen, dass es gesellschaftspolitisch erwünscht ist. Und da sehe ich es eigentlich so, dass die, insbesondere in Berlin, es ist ja schon angekommen, die Situation ist ja gesellschaftspolitisch so, dass immer mehr schwer ins unser Bildungs- und Kultursystem integrierbare Schüler, ich gehe mal auf die Schulebene, einfach vorhanden sind und wenn wir da einfach dasselbe Niveau halten, was bis jetzt gewesen ist, dann wird offenbar deren mangelnde Integrationsfähigkeit. Das heißt, die Politik, die diese Leute hier haben will, nicht bürgerliche Einwanderer über ein gutes Zuwanderungsgesetz, sondern eben andere, die hat ein Interesse daran, diese soziale Bombe, die sich da anhäuft, zu vertuschen. Mit anderen Worten, es ist gesellschaftspolitisch gewollt, dass nicht herauskommt durch die gleichbleibenden Bildungsstandards, dass die in Wirklichkeit von der Gruppe, die sich hier gar nicht integrieren, zum großen Teil, es gibt Ausnahmen, völlig klar, die von diesen Leuten gar nicht geleistet werden kann, dass das offenbar wird. Das soll nicht offenbar werden. Wie können wir als Partei damit umgehen, dass jenseits der bildungspolitischen Feineinstellung gesellschaftspolitisch es einfach nicht erwünscht ist, dass wenn wir das Niveau halten, die Bevölkerungspolitik sich als viel katastrophaler erweist, als sie gegenwärtig manifest wird. Danke. Ihre Frage berührt etwas, das mich auch schon länger umtreibt. Ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was wir an Fehlsteuerungen im Bildungswesen erleben, abhängt von einem Menschenbild, das zumindest ein bisschen fragwürdig ist. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn wir davon ausgehen,
zu glauben, dass alle Menschen gleich sind. Also das ist diese Vorstellung, dass jeder sozusagen als unbeschriebenes Blatt geboren würde und jeder kann alles werden. Nicht? Also wenn ich das glaube, jeder ist theoretisch gleich intelligent und könnte gleich groß werden, und wenn er das nicht wird, dann ist die Ursache dafür nur eine mangelnde Fürsorge oder ich hätte mich ein bisschen mehr kümmern können müssen, dann könnte theoretisch jeder ein Spitzensportler werden und jeder ein ganz toller Professor werden. Wenn ich das glaube, dann und das im Hinterkopf habe, dann sorge ich natürlich ständig dafür, diese Vorstellung auch in der Realität bestätigen zu wollen, indem ich irgendwie versuche, alle gleich zu machen. Und da ist, glaube ich, auch dieses Stichwort Diskriminierung ist immer so ein bisschen ein sehr negatives Wort. Ja, aber ursprünglich die eigentliche Wortbedeutung, also das Diskrimen, der Unterschied, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Zu erkennen, dass Menschen unterschiedlich sind, ist eigentlich nichts Böses. Wenn ich sehe, einer hat kürzere Beine, ja, als der andere, dann ist es nur fair, von dem mit dem kürzeren Bein nicht zu verlangen, über den breiten Graben zu springen, weil ich genau weiß, er wird da nicht rüberkommen, sondern er wird im Sumpf landen. Ja, also das finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass wir diese Vorstellung, die wir zum Beispiel bei der Größe von Menschen alle bejahen würden, es gibt kleine Menschen, es gibt große Menschen, diese Vorstellung haben wir in Bezug auf die Intelligenz, ist das ein Sakrileg. Ja? Also man kann sich schon kaum mehr trauen, zu sagen, dass es intelligentere und weniger intelligente Kinder gibt. Das ist aber leider so. Vielleicht kann ich Ihre Frage mit einer Reminiszenz, einer historischen beantworten. Unter den vielen Verfassungen, die während der Französischen Revolution ausgeheckt worden sind, ist auch eine, in der drinsteht: Verboten sind alle Unterschiede, die dem gesellschaftlichen Ganzen nicht nützlich sind. Da steht bereits der Gedanke drin, dass Unterschiede gesellschaftspolitisch erwünscht sind, weil der eine eben Dinge kann, die der andere nicht kann. Es gibt zum Beispiel, soweit mir bekannt, gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die mich zum Beispiel dazu veranlassen, den Unterschied zwischen Mann und Frau hochzuachten. Aber deswegen gibt es gewisse Grenzen der Gleichheit, und daran sollte man allmählich mal wieder erinnern. Aber es ist schwer. Mehr Gleichheit erzeugt natürlich den Wunsch nach immer mehr Gleichheit. Denn je näher sich die Menschen kommen, desto genauer entdecken sie die verbleibenden Ungleichheiten und verlangen dann, auch die noch gleichzusetzen. Wann wir aus diesem Circulus Viciosus ausbrechen können, weiß ich auch nicht. Aber allmählich wird es Zeit. Was man noch dazu sagen kann, ist, wir haben das falsche Führungspersonal. Denn Führung erfordert Mut. Genau wie in der Kindererziehung. In der Kindererziehung müssen Sie einfach manchmal Nein sagen. Da können Sie nicht infantil mit Ihren Kindern drumtollen. Irgendwann müssen Sie die erziehen, Sie müssen die formen. Und das fehlt auch in der politischen Landschaft völlig. Wir wollen Demokratie sein. Wir wollen freie Menschen haben. Die Erziehung zur Freiheit ist so ziemlich das Schwierigste. Wenn man ein Volk nicht erzieht, dann verkommt es zum Pöbel. Den kann ich natürlich leichter lenken und regieren. Und das fehlt. Und da stinkt der Fisch vom Kopf. Und da kommt sozusagen diese globale Perspektive ins Spiel. Ich habe eine winzige Nachbemerkung, weil Sie haben es jetzt alle drei auf die Linie gebracht. Es soll nicht anerkannt werden, Begabungsunterschiede. Das war gar nicht so sehr die Linie, die ich meinte. Ich glaube, die linken Bildungspolitiker wissen darum. Es ist aber gesellschaftspolitisch nicht erwünscht, dass das Prekariat, was man aus wahlpolitischen Gründen mittelfristig nach Deutschland importiert und nicht bürgerlicher Einwanderer, es soll nicht sichtbar werden, dass das sozusagen ein sozialer Sprengstoff ist und die in unser Bildungssystem gar nicht in die Gräber sind. Das heißt, ich glaube, die Leute wissen schon um diese Unterschiede, und es ist nicht so sehr die Frage des Menschenbildes, sondern ich glaube, es hat sehr handfeste politische Gründe. Und deshalb glaube ich, man muss eigentlich die Diskussion vom Bildungspolitischen aufs Gesellschaftspolitische ausweiten. Es geht nicht so sehr darum, dass es nicht Unterschiede geben soll, sondern es soll klar werden, dass die Veränderung der Bevölkerungsstruktur, die gegenwärtig gepusht wird, in Wirklichkeit eine Katastrophe ist, und darum wird es verschleiernde Maßnahmen im Bildungssystem getroffen. Das war mehr der Punkt der Frage. Entschuldigung. Herr Söll. Meine Frage geht in die ähnliche Richtung. Ich erinnere mich an Mitte der 70er Jahre, als ich im Ingenieurstudium war, da gab es auch Studentenproteste und Aufstände, unter anderem mit der Parole: Die Fachidiotenfabrik produziert Duckmäuser, war eine Hauptparole, um gegen die reine Technisierung des Studiums zu demonstrieren. Meine Frage, Herr Adam, an Sie ganz einfach: Wie können wir als AfD oder wie können wir die politische Forderung
als Lehrinhalt nach dem To Know Why. Sie haben das so genannt auf modernem Englisch, zu wissen, warum man etwas macht. Wo führt das alles hin, was wir da tun? Was ist es, was hat es auf sich mit der technischen Verformung des Denkens nach reinen Zweckmäßigkeiten? Wie können wir das in einen Bildungsinhalt, in einen Bildungskanon integrieren, dass die Kritik an diesen Basiselementen unserer gegenwärtigen Ausbildung wieder Raum finden kann? Eine sehr umfassende Frage, auf die ich nur ganz kurz in diesem Zusammenhang antworten kann. Zunächst natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Bildung nicht von Strukturen, sondern von Inhalten abhängt. Und als Altphilologe erlauben Sie mir eine gewisse Sympathieerklärung für die antiken Texte, zum Beispiel für die Antigone. Man muss mal gelesen haben, dass man in gewissen Situationen eine Entscheidung treffen muss, die auch harte Konsequenzen haben kann. Man muss sich dann entscheiden, ob man den Staatsgesetzen, symbolisiert durch den Tyrannen Kreon, oder ob man den Gesetzen der familiären Zugehörigkeit folgt und den Bruder begräbt. Das kann einem niemand beibringen. Aber wenn man das niemals gehört hat, kommt man wahrscheinlich gar nicht auf den Gedanken, dass das Leben solche Situationen mit sich bringen könnte, die dann eine entsprechende Entscheidung fordern, für die man irgendwie gerüstet sein muss. Das ist der Witz von, oder das ist die Bedeutung der Inhalte in der Bildung. Und dann, ich sagte es vorher schon, muss es natürlich Menschen geben, die im Zweifelsfalle glaubwürdig machen, dass sie eine solche Entscheidung in dem von Ihnen skizzierten Sinne auch treffen können. Damit sind wir beim Beispiel. Und das Beispiel ist natürlich leicht zu fordern, aber schwer zu liefern. Da gebe ich Ihnen recht. Aber man muss es versuchen. Schlechte Noten zu vergeben, negative Rückmeldungen zu vergeben, ist anstrengend. Wenn ich ein Drittel meiner Studenten durchfallen lasse, dann weiß ich, die kommen alle in die Sprechstunde, die wollen alle erklärt haben, warum ich sie habe durchfallen lassen. Hätte ich ihnen eine 4.0 gegeben, hätte ich meine Ruhe. Wir haben also, und das ist ein Teil dieser Infantilisierung, die in diesem Land Einzug gehalten hat, eine Infantilisierung in der politischen Führungskaste, überall, wo Verantwortung getragen wird. Warum haben wir Kuschelpädagogik, Kuscheljustiz? Warum haben wir Politiker, die keine Verantwortung mehr übernehmen? Warum kann so jemand wie Claudia Roth Bundestagsvizepräsidentin werden? Chef der Deutschen Bank. Seien Sie bitte vollständig. Also genau. Also es gibt, wenn Claudia Roth unser einziges Problem wäre, dann könnten wir die AfD zumachen. Und, also es fehlt auch an Leuten, die Verantwortung hier übernehmen und die wirklich auch in der Lage sind, wie Götz Frömming gesagt hat, zu diskriminieren im Sinne von wirklich zu unterscheiden, den Leuten eine ehrliche Rückmeldung zu geben und zu sagen, nicht jeder ist für alles geeignet. Ich meine, ab und zu braucht man auch ein bisschen ein breites Kreuz. Wenn ich manchmal Leuten eine 3 gebe, dann kommen die mir schon mit dem Kadi und ich sage dann, ja, machen Sie mal. Ne? Wenn Sie Spaß haben, sehr viel Geld für einen Rechtsanwalt auszugeben, lassen Sie sich nicht aufhalten. Aber ja, es ist also wirklich verkehrte Welt. Mit einer 3 fühlen die Leute sich schon wirklich schlecht behandelt. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen den Mut auch wirklich zur Wahrheit, ja gut, auch im akademischen Bereich. Und auf die Art und Weise, denke ich, geht allein der Weg, aber irgendeiner muss damit anfangen, ja, und wir versuchen es, da wo wir stehen. Herr Bremer. Ja, noch zwei kurze Dinge, nicht, dass ich recht behalten möchte, aber selbstverständlich möchte ich das. Das Erste, wir haben viel zu wenig darüber gesprochen, dass die Wissenschaft ja selber von diesen Mechanismen in die Ecke gedrängt wird. Also ein bisschen klang es bei Herrn Adam so durch, als wäre die Verwissenschaftlichung des Alltags eines der Grundübel dieser Gesellschaft. Dem stimme ich sofort zu. Hier wird manchmal wird mit wissenschaftlicher Autorität und wenig fundiertem Wissen, das kommt erschwerend hinzu, werden politische Entscheidungen gestützt eingeleitet, die Eingriffe in unser aller Leben, denken Sie Gender Mainstreaming, da soll ja angeblich eine Theorie dahinter stehen, Eingriffe in unser aller Leben nach sich ziehen, die vollkommen nichtswürdig sind, die gar nicht hingehören. Und diese Selbstreinigungskräfte der Wissenschaft werden aber geschwächt. Und das müssen wir einfach feststellen. Also wenn jetzt Veganer gegen sonst was vorgehen und die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, also auch Freiheit zum Irrtum, ja, wenn das jetzt vorweg beschränkt wird, und zwar im Namen eines Irrtums, der selbstbewusst auftritt und nur sofort die Machtfrage stellt, die Leute erpresst durch E-Mails und Blogs. Ich meine, wir haben einige prominente Opfer hier bereits in Berlin. Das macht sich ja spricht hier im Bund rum. Das ist das eine. Also der Zustand der Wissenschaft selber ist nicht so, dass man ihn als Täterrolle in die Täterrolle bringen kann, sondern sie ist ihrerseits Opfer dieser Tendenzen. Und das andere, das möchte ich aber zum Gleichheitsbegriff sagen,
es ist hochproblematisch, wie Sie schildern, aber es gibt dann natürlich Mechanismen, die sozusagen dialektisch wirken. Wenn jemand, jetzt komme ich wieder mit meinem Thema, in der Berufsbildung feststellt, dass andere durch ihre berufliche Leistung begünstigt werden, eine Karriere machen, dann ist das unter Konkurrenzgesichtspunkten nichts Schlechtes. Solange derjenige auf die Idee, ich will aber auch gleich sein wie der, nur unter der Bedingung kommt, dass er sich dann auch anstrengt. Also das Problem beim Gleichheitsgedanken in der politischen Öffentlichkeit ist, dass Politiker das fordern und gleichzeitig versprechen, wählt mich, ich mache euch zu Gleichen. Also gegen den Aufstieg, es besser zu machen, den Unterschied, den man an sich selber als ja, Mediocre, Superieur und sonst wie erfährt, den muss man dann eben auch ausgleichen. Und wenn das Handlungssystem, um es mal abstrakt zu sagen, die Möglichkeiten bietet, durch Leistung, Engagement und durch Lernerfolg diese Position auch zu erreichen, dann ist das gerecht. Dann haben wir es nicht nur mit Gleichheitskriterien zu tun, sondern mit solchen der Gerechtigkeit. Und ich denke, da haben wir, ich will jetzt nicht sagen in der Berufsbildung, aber in dem Bildungsabschnitt junger Menschen zwischen 16 und 24, haben wir da tatsächlich eine erzieherische Wirkung, auch durch die Bewährung in der beruflichen Ausbildung. Das ist nicht nur Zurichtung von Menschen, sondern die lernen da auch, wie man mit anderen umgeht, die in der Hierarchie höher stehen oder in der Horizontalen daneben. Und das lernen sie in der Schule erstmal nicht, vor allem nicht, wenn die Noten nivelliert werden. Weil dann ist ja der Blöde, der sich anstrengt, um eine 1 zu schreiben, er kann ja auch eine 1 bekommen, wenn er sich nicht anstrengt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die berufliche Bildung, ich hätte sogar noch gesagt, auch die Hauptschule, hat ihren Stellenwert. Und das Schlimme ist eher, dass sie in der Öffentlichkeit heruntergemacht wird und schlecht geredet wird. Das ist auch so eine Sache, gegen die wir uns eigentlich stemmen müssten. Der Mensch wird nicht erst zum Mensch dadurch, dass er Abitur hat oder irgendeinen Titel an der Universität erworben hat. Dadurch ist man noch lange kein besserer Mensch. Unser Problem ist, glaube ich, dass wir uns nach zwei Seiten hin so ein bisschen verteidigen müssen. Zum einen wird die klassische Bildungsvorstellung bedrängt von eher linksorientierten Ideologen, die ein gewisses Menschenbild vertreten, was meines Erachtens so nicht stimmt. Das geht auf Rousseau zurück, das müsste man jetzt noch ein bisschen weiter aufholen. Zum anderen erleben wir eine zunehmende Ökonomisierung der Bildung. Und das ist eine fatale Allianz, also dass eher linksorientierte Kräfte mit einem eher linken Menschenbild, das glaubt, also alle Menschen sind eigentlich von Natur aus gleich, es gibt keine Unterschiede. Und wenn sie nicht so gleich erscheinen, müssen sie halt gleich gemacht werden. Die stoßen nun ins gleiche Horn mit denjenigen, die die Schule zunehmend als einen Profitraum entdecken und durch ständiges Schlechtmachen der Schule sich selber Forschungsprojekte zuschustern und mit dem komischen Ergebnis, dass die Schule an sich gar nicht besser werden darf, weil wenn sie nämlich plötzlich gut wäre, dann wären diese ganzen Evaluations- und empirischen Wissenschaften und so weiter, dann könnten sie nämlich eigentlich zumachen. Ja? So, jetzt haben wir alles verbessert, jetzt schaffen wir uns ab. Nein, das wird es nie geben, sondern man wird immer wieder feststellen, ja, jetzt ist das ganz schlecht. Ja, das hat in den 60er Jahren, wir haben vorhin drüber gesprochen, schon der Picht gemacht. Er ruft erst eine riesen Bildungskatastrophe auf, sagt, alles ist ganz, ganz schlimm, ja, und das kann nur ich lösen, bitte. Ich brauche ganz, ganz viel Geld für mein Bildungsinstitut, wir brauchen da das Max-Planck-Institut, wir erforschen das, wir machen das alles und da werden zig Lehrstellen geschaffen. Genauso macht man das heute wieder mit der PISA-Studie. Ja, man inszeniert einen Riesenaufschrei, um nachher so zu tun, als würde man diese Probleme irgendwie lösen können, die zum Teil so gar nicht da waren. Ja, damit beschließen wir dann diese Runde. Ich bedanke mich bei unseren Diskutanten für die spannende Diskussion, bei Ihnen natürlich auch für die aktive Teilnahme. Und wir wünschen natürlich, ich denke, da kann ich im Namen aller sprechen, Ihnen und Ihrem Landesfachausschuss glückliches Händchen bei der Zusammenstellung des Wahlprogramms für das nächste Jahr, Abgeordnetenhauswahl im September. Wird schon klappen und daran können wir auch sehen, dass am Rande, dass diese Partei an der Basis weiterhin kontinuierlich und sachlich weiter zusammenarbeitet. Sie wollen noch was sagen? Nee, ich wollte nur zustimmen. Gut, das sagt auch einiges. Ich wollte nur zustimmen. Es ist einfach schön, ab und zu mit vernünftigen Leuten vernünftige Arbeit zu machen. Das passiert an so vielen Stellen in der Partei. Man sieht es manchmal gar nicht. Und deswegen sind wir hier und deswegen bleiben wir dabei und lassen uns nicht spalten. Ja.